about Loom. Hatte ich eigentlich jemals erwähnt, dass ich den ersten Teil echt nicht mag? Of fantasy storytelling from Lucasfilm's Brian Moriarty? Why, it's an extraordinary adventure with an interface of magic. Stunning high resolution 3D landscapes, sophisticated score and musical effects. Not to mention the detailed animation and special effects, elegant point and click control of characters, objects and magic spells. Warum spielen wir nicht Loom? Stattdessen statt was, was wir beide schon kennen. Keine Ahnung. Eine Minute, 37 Sekunden später. Wenn du Streamer machst, dann musst du jetzt kurz stumm schalten, damit, your skill level. Damit du mich nicht doppelt hörst. Nee, die Musik wird mir leider erspart. Ich spiele Standard. Kann mal kurz auf Spotify gucken. Welcome to the age of the great guilds. Es ist, wie gesagt, sehr laut. Also, aber ich glaube, der spielt sonst kaum Soundtrack. Nur im Intro halt ein bisschen. Ich guck mal auf den Türchen, wo ich nicht bin. Your 17th year. The elders await you in the sanctuary. I've never known them to weave such a bright messenger nymph. I wonder so why the elders want to see me. I'm dedicated down to the village. Du kannst Discord auch lauter stellen. Du besitzt diese Macht. Nutze press, sie. Ah, jetzt bist du. Press F9 to toggle text on screen on off. Okay. Moment, du kannst in einem Spiel ohne Synchro die Untertitel ausschalten. Was? Wild. Text will appear on the screen. Ja. Okay, ich will keinen Text auf dem Screen haben, bitte. Wir spielen jetzt diese Figur hier. Wer auch immer der ist. Ich nehme mal an, das ist Loom, würde ich mal sagen. Tja, was machen wir denn jetzt? Keine Ahnung, da ist ein Blatt am Baum. Kannst du da was mit? The last leaf of autumn. Es hat eine Synchronisation, das Spiel. Oh, na dann. Es ist synchronisiert. Dann will ich trotzdem um Untertitel bitten. Ich habe nur den Soundtrack bei mir. Ist, glaube ich, an. Ja. Tja, was, den Stern können wir uns noch angucken. Sky. It's dawn. It's dawn. It's dawn. Kannst du den Weg da runter gehen? Ich kann nach rechts gehen. Geh mal nach rechts. Ah, hier kann ich nach unten. Scheinbar. Das Spiel hat erstaunlich wenig Soundtrack. Also gerade ist es ziemlich still. Vielleicht kommt noch nachher was. Bei mir nicht, und ich bin sehr froh darüber. Okay, wild. Das sind, glaube ich, die 3D-Grafiken, die uns versprochen wurden. High Resolution Game. Es ist relativ high res für die Zeit. Okay, Zelte. Ich glaube, ich gehe da mal hin. Okay, hier ist irgendwas. Gold. Don't these people ever clean up after themselves? Don't these people ever clean up after themselves? Don't these people ever clean up after themselves? Nee, Gold scheint hier auch nicht viel wert zu sein. Das scheint für ihn Müll zu sein. Das Menü ist hier. Versuchen wir irgendwie das Setting zu erraten. Ich
Tja, wir können aber, weiß ich nicht, ob man das mitnehmen könnte, so. Bisher nicht. Können wir in das andere Haus reingucken? Ich wundere jetzt gerade, dass das noch gar keinen Soundtrack hat. Oh, hier ist ein Buch. Das können wir wahrscheinlich mitnehmen. That's the Book of Patterns. I already know what's in it. Er weiß schon, was drin ist im Buch. Ist uninteressant. Das Buch der Muster, okay. Grass green. Sind wir I hate Stoffhersteller that oder color. was? Grasgrüne Kleidung. Wahrscheinlich Ruben. Wild. Mit dem Färbetopf kannst du da irgendwas mitmachen? Ich liegt noch mehr Wäsche. This wall hasn't been dyed yet. Ungefärbte Wäsche. This wall hasn't been dyed yet. Können wir die Wäsche auffärben und aufheben und färben? Guck mal kurz, ob es da irgendwelche Steuerungsoptionen gibt, die Oha. das Spiel dir nicht sagt. Grass green. I hate that color. Und der Färbeprozess, der macht Sound. Also Grass ich hasse es. green. I Loom heißt halt hate auch so ein that color. Logitech oder Dingens da Tool für Streams. Oh, ich Gibt's hasse hier sowas. irgendwas, wo man jetzt hier irgendwie mit einer Steuerung, dass man Sachen aufheben kann oder so? Ich kann es dir nicht sagen. Ich finde nicht. Ich kann mal Loom Game Controls eingeben. Oha, ich habe eine Flasche umgekippt. Das ist cool. It's still dripping. What a mess. Keyboard Keys nicht. Kauf weg. Grass green. I hate that color. Wir könnten Klamotten aufheben, das wäre interessant. Also ich habe die Gebrauchsanleitung gefunden. Oha. Dann lies mal vor. Es ist auf der Seite von dem Videogame Archive. Film von Lucasfilms. Ich gehe mal ganz kurz durch. Könnte man die Kategorien in Retro ändern? Okay, du, um Loom zu spielen, bräuchtest du das Audiodrama auf Kassette, das du dir erst anhören musst, weil da die Spielanleitung drauf ist. Aha. Und die Storyerklärung. Du Interessant. musst das Book of Patterns lesen, denn es hat wichtige Informationen. Und Okay. du musst den Wie Rest kann man dieser das ohne Anleitung spielen? lesen. Nun, das ist die Frage. Ich meine, bisher können wir es auch ohne spielen. Das Buch of the Patterns ist hier. Da weiß er aber auch schon, was drin steht. Ich meine, ich habe jetzt Okay. schon eine Flasche Übrigens, umgekippt. zur Story. Wir sind offensichtlich ein Typ namens Bobbin Threadbare. Und es gibt eine Guild of Weavers. Das sind so eine Art Magier. Und wir sind am Anfang von unserer Reise und wissen noch nicht viel, was wir damit machen können. Ich schätze mal, die Magier tragen grüne Klamotten. Grüne Kutten. Wie kann man dem Spiel was aufheben? Getting started. Hast du einen Proficiency Mode ausgewählt? Ja, ich habe Anfänger-Mode gewählt. Ganz am Okay, Anfang des Spiels. Practice Mode also. Nee, den ganz Anfang. Es gab noch einen Anfang irgendwie blutiger Anfängermodus, genau wie der hieß. Ja, Standard, Practice und Expert. Du hast wahrscheinlich Practice Ich habe gewählt, oder? Standard genommen, glaube ich. Standard, okay. Distinct segment of this stuff will glow whenever you hear a spent musical thread. Okay. Kann ich noch ein paar Mal währenddessen auf die Kiste zu klicken. Der macht noch lauten Sound. Das werden wir rauskriegen, wie das funktioniert. Ja,
So, das Wichtige ist aber playing the game. Das Animation Window. Grass green. I hate that color. Du hast grüne Farbe. Na, ich verlasse mal das Zelt. Komm wieder. Bisher konnte ich nur die Sachen anklicken und dann da hat er automatisch mit interagiert. Doppelklicken. Du musst auf das Objekt doppelklicken. Okay. Um es aufzuheben. Um damit zu interagieren. Okay, aber interagiert habe ich ja schon mit den Sachen. Probier es mal aus. Zum Beispiel mit dem Buch. Oder mit dem. Hasn't been died yet. Jetzt musst du unten Doppelklick auf das Fenster drin machen. Wie, auf das kleine Ding unten rechts. This wall hasn't been died. Da, wo der Name angezeigt wird von dem Objekt, musst du Doppelklick machen anscheinend. Ja, ich kann es damit nicht aufheben. Kannst du es wahrscheinlich nicht aufheben. Okay, vielleicht hebt er Sachen automatisch auf, oder? Ansonsten gehe ich mal wieder. Ist nicht unsere Aufgabe, die Wäsche zu färben, würde ich sagen. Können wir hier nochmal rein in das Zelt? Wir haben auf jeden Fall schon mal rausgefunden, dass wer auch immer hier lebt, grüne Wäsche hat. Auch wenn wir keine grüne Wäsche aufheben konnten. Oha, hier ist dunkel. Ja, ich glaube, das erste, was du tun musst, ist einen Zauberstab zu finden. Okay, hier ist ein großer Tempel. Wieder mal rein. Und du wirst einen Bleistift brauchen. Long tapestry. I don't remember it looking so old. Eine grüne Tapete habe ich hier. The threads describe the creation. Ja, also du wirst auf jeden Fall ein Stück Papier und einen Bleistift brauchen, denn du musst dir Dinge aufschreiben für dieses Spiel. Aha. An dieser Stelle kurzer Shoutout an das Dingens da. Ist ein Museum of Computer Adventure Game History. Aha. Die haben das alte Manual zur Verfügung gestellt. Ist eine blaue Tapete. Das ist gut. Shows the entire history of the Weavers back to the founding of the great guilds. Okay, irgendwas drücken diese, ich glaube, das sollten wir uns mal merken, was diese Farben ausdrücken. Das könnte später relevant werden. The last section tells about the decline of the guilds. There's a third shadow gathering. Merkst du dir die Sachen? That's strange. The end is completely torn off. Das Zeug. Gibt's einen grünen, einen blauen und einen roten Tapetenfetzen in dem Tempel? Der rote That's steht für strange. Den. The end is completely torn off. That's strange. The end. Und das für das eine steht irgendwie für den Anfang und für die Mitte und das Ende der Herrschaft von irgendwem. Oh, und hier sind Leute. There's Hetchel. And the elders don't look at all pleased with her. You have heard the findings of this council, Dame Hetchel. Wir haben den Council getroffen. Have you anything to say in your own defense? My elders. Okay, ich glaube, da mussten wir auch hin. My actions speak for themselves. This reckless defiance is intolerable. Any secret you share with Cygnus, some might be turned against us. His talent is awakening, and the power is very strong in him. We dare not desert him now. Stubborn old fool! Who are you to decide such things? Enough, Lachesis! Hetchel, I am grieved to see your many years of service end in such disgrace. My destiny is yours to weave. Hetchel, the fabric of your life has been woven by your own choices. Gaze once more upon the great loom. If you would know your ultimate destiny, for that destiny is now upon you.
swan's egg. What does it mean? Okay. Something's deeply wrong. That draft has never failed before. What is that noise? Outside! The guild is under attack! Who dares to desecrate the great loom of the weavers? This is the work of that demon boy! We should kill him while we still can! Your name will be cursed forever! Son of Signa! Loom Child! Bobbin Threat! My name? Ich glaube, wir haben einen Zauberstab. Wait! Where are you going? Ich glaube, wir sind der Böse in dieser Geschichte. No explanations. Und der Gute und die Bösen sind von uns abgehauen. And once again I'm left behind. Tja. Ich glaube, den Stab musst du aufheben. Du musst eigentlich nur aufheben. Es macht auf jeden Fall Sound. The egg is trying to open. Mhm. Jetzt hier doppelklicken auf das Ei. The egg is trying to open. Das Ei versucht sich zu öffnen. Den Stab aufheben. Nein, können It's wir. Heavy than it looks. Den müsstest du aufheben können. Wir können jetzt Musik spielen. CD. Ja, das ist das Wichtige. Wann immer du Musik in diesem Spiel hörst, notier dir die Noten. Ach du Scheiße. Yep. Help to point at something first. Jetzt habe ich nur diese eine Melodie gehört. ECED. Egg, it's trying to open. Ich notiere mir das mal. Und drüben gab es die grüne Farbe hat auch noch Musik gemacht. Notiere mir das mal. Das Ei macht ECED. Egg, it's trying to open. ECED, ist das richtig? Ja. The egg, it's trying to open. Okay, das Ei ist ekit. C, F, G, C. Those are the same four threads spun by the elders. Okay, das mysteriöse Gewebe. They're still echoing in the loom. Probier mal C, D, E, C aus. Das Gewebe macht C, F. Ach, das wird sogar angezeigt, was das alles tut, okay. CFGC. Okay, jetzt könnte jetzt vor dem Ei hier das Ding spielen, oder? Du musst erstmal die anderen Noten freischalten, indem du erfahrener wirst. Und wie gesagt, probier mal CDEC aus. ECED, da kann ich das Ei stufen lassen. It might help to point at okay, something dann first. Teste das mal. It might help to point at something first. Oh, du musst vielleicht vor das Ei gehen. Ja, genau so. Klicken. Und jetzt kannst du. C. E. Und D. Ah, okay. Es passiert was. Ich glaube, das ist auch die Hauptmechanik von. There's my boy. What's happening? Oh, das was gestopft. The whole village has flown away without us. From the moment you came into this world, Bobbin, great and terrible things have been happening. The elders hoped that your birth was the cause of it. Why would the elders want to get rid of me? I'm such an awful weaver.
that they never even let me study with the others. They fear you, Bobbin. When the Swan arrived, they were already trying to weave the same draft on you that they had worked on me. But the draft turned against them. It means only one thing, that the pattern is failing of its own accord. No. Can't it be stopped? Stop chaos? The only thing to do is embrace it and turn ourselves into creatures of shadow. Or plan our escape. Escape? To where? I don't know. But if we are to survive, we must find out where that flock has flown and join them if we can. You've already found Atropos's distaff. Good. You won't be able to weave very much with it at first, but as you practice, its true power will be revealed to you. It's time to leave this island, Loomchild. Your destiny lies beyond the sunset, across the sea. Mother Hetchel, where are you going? Goodbye, Bobbin. I must follow the swans. Well, this is a fine mess. Everybody's gone and I still don't understand what's going on. Why did they keep calling me Loomchild? Nobody's ever let me anywhere near Loom. Wir sind nicht der Böse, wir sind das Kind, das nie ausgebildet wurde, weil die Lehrer Angst haben, uns auszubilden, weil dann, ja, keine Ahnung. Ja, und aus irgendwelchen Gründen sind das alles irgendwie Vogelmenschen oder so. That's strange. The end is completely torn off. Okay, da drüben gab es auf jeden Fall nochmal... Da gab's noch. Ich gehe nochmal zu dem Ding, da gab's nochmal grüne Farbe, die hat auch noch Musik gemacht. Das könnten wir uns mal merken. Ich komme da ja, auch noch auf. Jetzt auf jeden Fall rüber. Wir können es bloß nicht sehr schnell bewegen. Noch, das geht schon. Was für ein wahnsinnig interessantes Spiel. Es ist wohl auch nicht wirklich so ein Adventure, was du durchspielst, sondern es ist irgendwas, was man. Du kannst hier nicht versagen, so mehr oder weniger. Mhm. Das ist ein wahnsinnig interessantes Spiel, das hätte ich nicht gedacht. Hatte der Pirat recht, als er das uns beworben hat. Klar, und ich verstehe auch, warum sich das überhaupt nicht gut verkauft hat. Ehrlich gesagt. Weil es so gut ist, oder was? Seht ihr die Flasche, die macht... It's still dripping, what a mess. Und die... F... Okay. Flask. Damit können wir wahrscheinlich Sachen grün färben, nehme ich an. Aber das können wir noch nicht. It's still dripping, what a mess. GFFE habe ich. It's still dripping. Ja. What a mess. GFFE, ja. Okay. Was macht der Kessel? Diapods. Mal hören. Das macht C, D, C. Grass green. Ich hate that color. Ich glaube C, D, C, D. D? Ja, C, D, C, D. Grass green. I hate that color. Können wir schon. Sag mal. CD, CD. Willst du es mal direkt daran ausprobieren? Da passiert tatsächlich was. Nothing. That draft doesn't seem to work on pots. Nö, nichts passiert.
Dieser Stab scheint nicht auf Potze zu wirken. Okay, kannst du das an der Flasche vielleicht ausprobieren? Kann ich an der Flasche den Trank und damit auffüllen? Ja, ja, vielleicht. Ich kann die Wäsche grün färben mit diesem Ding. Ich weiß es nicht. Wir probieren es mal aus. No, no, that's not right. Das ist nicht richtig. Ich versuch's mal bei der Wäsche. Oh ja, wir können die Wäsche grün färben. The color changed. Okay, dann kannst du daneben ja eigentlich schreiben, Sachen grün färben, beziehungsweise Wäsche grün färben. Okay, wir haben den... Ugh, green again! Wir haben einen Eischlüpfungszauber und wir haben einen Wäschegrünfärbungszauber. Mhm. Kannst du das Eischlüpfding nochmal hier hier testen? Woran? Einfach an der Wäsche. Nee, Quatsch, vielleicht an dem Glas, an der Flasche. Dann geht die auch, vielleicht auch kaputt. Mit Klammern Wäsche. Was hat's mit der Flasche? Vielleicht können wir Sachen zu Glas verwandeln mit dem. Okay, ich versuch mal. Ey, schlüpft mal ECED. Nein, das ist nicht richtig. Okay, vielleicht kann ich das. Können wir das doch nur an spezifischen Sachen probieren. That must not be the right draft. Okay, nee, damit tun wir nichts. Ich kann mir das Buch damit öffnen. Teste mal aus Spaß C, D, E, C. An dem Buch? An irgendwas. Das ist nämlich das, was in der Anleitung steht. Nein, das können wir nicht. An dem Buch können wir nichts machen. Okay, ich versuch mal. Was sagst du, C, D, E, C? Ja, C, D, E, C. I guess that isn't a draft. Nee, das funktioniert nicht. Was sollte CDEC machen? Das war das Beispiel im Buch. Es hätte sein können, dass sie da in der Anleitung irgendwas reingebaut haben. Das ist der Anfang von Bruder Jakob. Ja, vielleicht ist es das. Ja gut, dann ist das auf jeden Fall nichts. So, Bruder Jakob. Kannst du zu einem Feuer gehen und da vielleicht einen Feuerzauber lernen? Ne, wir können es nicht anklicken. Schade. Nimmt nichts. Also das Feuer ist nicht anklickbar. Vielleicht können wir das Gold. Stimmt, das Gold ist noch da. Don't these people ever clean up after themselves? Also wir können das Gold vielleicht grün färben. Das wäre eine Möglichkeit. Also wir müssen es auf jeden Fall aufräumen, das heißt vielleicht. Ja, probier's mal mit grün. That must not be the right draft. Nee, das funktioniert nicht. Wir können das Gold schlüpfen lassen. Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, mit dem Gold können wir noch nichts machen. Ich glaube, das Gold muss wirklich weggeräumt werden. Vielleicht ein Verschwindezauber oder sowas. That must not be the right draft. Ist nicht der richtige Zauber. Da geht's in die Kapelle wieder rein. In den Tempel. Oh, hier geht's in den Steg. Eine Möwe.
Okay, die Möwe macht. Flugzauber. ECED. Geil. Nicht hier, sondern geil. Was sagst du? ECED. ECED war's. Nee, das kann nicht sein. Doch, das ist derselbe. Das ist derselbe wie beim Eischlüpfen. Dann hat das wahrscheinlich was mit Vögeln zu tun. Eischlüpft und Vogel. Zumindest notiert. Na, der Zauberstab ist derselbe Ton wie bei. Wie bei dem Ei. Interessant. Wenn du ihn jetzt bei der Möwe benutzt, kannst du die Möwe dann wieder in ein Ei verwandeln? Das wäre meine Theorie, aber. Meiner nämlich auch. ECED. Didn't work. Nee, da passiert nichts. Schade. Und hier ist eine Muschel. Eine Klamm. Die können wir vielleicht damit öffnen. Oh, ja, die ist offen. Okay, da ist das ein Zauber zum Dinge öffnen. Ich kann vielleicht schon ranschreiben. Aber jetzt haben wir die. Die eine Dingens ist, die eine Geiz abgelenkt. Siehst du, das wolltest du doch vorhin, die Möwe ablenken. Jetzt kannst du den roten Fisch nehmen. Du meinst Dinge öffnen. Das ist also ein Zauber, um Sachen aufzumachen, ja. Dann wissen wir jetzt das auf jeden Fall. Ich glaube, das ist auch der Kern des Spiels, herauszufinden, was die einzelnen Sachen machen und wofür man die benutzen kann. Also es scheint nicht nur fürs Ei zu gelten. Also man könnte die Muschel auch damit aufmachen. Man kann scheinbar Dinge damit öffnen. Ja, es ist später vielleicht für Ton wichtig. Spannend. Können wir hier hoch, oder? Da hinten in dem Wald wahrscheinlich. Wir müssen die nächste Route finden. Oh, hier ist ein Rabe. Ne, eine Eule. He's fast asleep. Okay, wir können die Eule vielleicht wecken. Soll ich auf die Eule irgendwas wirken, oder? Versuch's mal mit Öffnen, um die Augen zu öffnen, vielleicht. Keine Ahnung. Im Zweifel kannst du auch versuchen, sie grün zu färben. Nee, das war falsch. Hm. I guess that isn't a giraffe. I can't even get owls to respond to my drafts. Okay, da passiert nichts. Soll ich mal grün färben? CD. Warum nicht? CD, CD. I can't even get owls to respond to that thread's too high for me. Schade. Ein eigenes hatte sie nicht, oder? Autsch. Nee. Dornen. Jetzt habe ich. Oh, die Eule hat sich den Hasen geschnappt. Diese Dornen. Ja gut, jetzt können wir aber an den Grabstein auch ran. Wir können den Grabstein öffnen vielleicht. Destiny shall draw the lightning down from heaven. Will lieber nicht den Grabstein. Roll its thunder far across the sea, to where I wait upon the shore of wonder.
on the day the sky is opened and the tree is split asunder. Aha. Jetzt können wir hier ein Lied vorspielen. Soll ich meine Schlüpfsong? Mm, könnte gefährlich werden. Was kann da so passieren? Den kann's nicht. Nee, wir können ja tatsächlich gerade nichts spielen. Schade. Wie kommen wir hier wieder raus? The day the sky is opened. Okay, ich versuche mal ECID. Just as well. Some things are better left alone. Der Boden hat kurz gebebt. Ich glaube, ich habe da irgendwas geöffnet. Ich glaube, du hast den Sarg aufgemacht. Kann sein. Halt unter der Erde. unangenehm. Das ist... Tja. Ja, gut. Wir gehen dann mal wieder. Sollen wir der Eule vielleicht nach... Dann können wir mal zum Anfang zurück und mit dem... Sternenhimmel noch irgendwas machen? Nee, macht nichts. Den Sternenhimmel grün färben. Ja. Oh, the sky is open. Doch, wir müssen zum Sky und dann open darauf machen. Ah. Du hast das steht noch zu erraten. Grabstein. Das ist jetzt gerade aufgefallen. Ja. Also vielleicht funktioniert es, vielleicht ist es auch nur Zufall. Das macht Sinn. Ich gehe nochmal hier zurück. Hier oben kommt man auf den Felsen mit dem Himmel interagieren. Wäre krass, wenn das funktioniert. Er ist wirklich sehr langsam. Jo, hier können wir mit dem Sky. ECID. Oha. Tatsache. Der Himmel öffnet sich. Okay. Und der Baum wird gegrillt. Nun, damit war zu rechnen. Aber er schwimmt jetzt wohin? Hm. Und sieht dabei aus wie ein Tier. Irgendwie. Der schwimmt jetzt zum Steg und dann können wir damit wahrscheinlich interagieren. Interessant. Vielleicht können wir den grün färben. Vielleicht ist da auch was drauf, was uns was bringt. Sieht jetzt nicht so danach aus, aber... Is it over? Gut, dass sich versteckt hat. Ein Baum stumpf kannst du jetzt nicht hintergehen, oder? Ich glaube nicht, nee. Hm. Ich mag das Spiel. Das ist da. Das ist super. Hätte ich auch nicht gedacht. Kreativ. Das könnte legit heute ein Indie-Game sein, wenn es ein bisschen schneller laufen würde. Das ist super kreativ. Ich meine, hätte ich nicht gedacht. Ich habe mir das aus... Es gab es mal irgendwie für 1,20 irgendwie, gab es das irgendwie mal am Sale. Habe ich mir gedacht... Ich glaube, ich hole mir das jetzt auch. Das ist ziemlich spaßig. Ich habe das einfach gesagt, just for fun. Ich habe mir gesagt, so, das ist... Weil ich es noch aus dem Spiel kannte, von den Piraten. Ich habe gesagt, kaufst du dir das mal. Einfach um es in der Bibliothek zu haben. So, hier haben wir einen Stab. Ja, oder ein gefallener Baum. Wir sind ins Wasser gefallen. Das ist unangenehm. Aber sterben können wir nicht. Ich sitze auf dem Baum. Oh, wir fahren mit dem Ast übers Meer. Ich meine, wir haben das Ziel erreicht, was wir hatten. Wir sollten die Insel verlassen. Ich glaube, wir fahren komplett in die andere Richtung als alle anderen. Sehr wild. Oha, ein Sturm. Ich glaube, den können wir noch nicht beruhigen. Ein Sturm. Da können wir da vielleicht irgendwas lernen von?
Vielleicht Blitze erschaffen oder so. C, F, C, C. I think that's close enough. C, F, C, C. Können wir das schon? Nee. Nein, F haben wir noch nicht frei. Ah? Okay, aber Tornado ist schon ziemlich krass. Tornado. Der macht C. Ah. Wie viel macht der? Was macht der? B, F, C, C. C, F, C, C. I think that's close enough. Damit können wir den wahrscheinlich beruhigen, den Tornado. Müssen wir nur noch das, den Buchstaben C finden, den F finden. Können wir da auch. Ja. Kannst du irgendwo anders irgendwo hin, auf der Insel hinten? Irgendwo auf der Insel muss irgendwo noch die Note F zu finden sein. Ah. Und wir dann da. Ich müssen einfach genug, oft genug das Zeug spielen. Ich habe gerade mal versucht, durch den Sturm zu fahren. Ich glaube, ich bin gestorben. Ich meine, man kann nicht sterben, wir werden auf der Insel landen. Ich glaube, wir werden zurück auf die Insel geflogen. Ja, ich glaube auch. Nicht ganz. Now, let's try this again, shall we? Okay, er fährt aber wieder hier hin. Können wir umdrehen? Ich fahre mal zur Insel zurück. Ja, wir fahren zur Insel zurück. Vielleicht gehe ich nochmal in den Tempel rein. Vielleicht habe ich da irgendwas übersehen. Vielleicht ist da irgendwo noch ein F. Oder irgendwas, was wir öffnen können. Oder grün färben. Wir brauchen noch ein F. Wenn wir die Note F erlernt haben, dann können wir bei dem Sturm vorbei. Können wir den blauen Quarz vielleicht einfach grün färben? Ja. Das wäre eine Idee. Können wir. Wie war das nochmal? CD, CD. CD, CD. Sehr schön. Und die Note F ist übrigens grün. Interessant. Interessant, das könnte vielleicht, wurde mir vorhin als grün angemerkt, könnte eventuell die Lösung sein. Ja. Stimmt, vielleicht müssen wir einfach alle Dinger hier grün färben. Zuerst passiert erstmal noch nichts, aber die Banner sind alle grün. Vielleicht können wir das Gewebe. Da ist noch eine Tür, kannst du da kannst du nicht durch, oder? Ich glaube nicht. Well, that didn't work. War mir fast schon klar. Hier können wir nicht weiter. Schade. Das ist das Regenbogenband, was hier geknüpft wird. Nein, durch die Tür kann ich ja mal nicht durch. Jetzt hier weiter. That's strange. The end is completely torn off. Okay, das Ende ist irgendwie abgerissen. Das heißt, wir brauchen wahrscheinlich irgendwie noch einen Heilungszauber, irgendwie, um das dann ganz zu kriegen. Wir müssen die anderen Sachen auch kaputt machen. Ich versuch mal was. ECED war das. Craft must not work on tapestries. Aha, okay.
Sieht doch so aus, als wäre hier noch was hinter. Öffnen war ECED. Draft must not work on tapestries. Okay, das funktioniert nicht auf Tapeten. Tja, okay, wir haben ja jetzt grün gefärbt, aber weitergebracht hat uns jetzt nicht unbedingt. Ich glaube, hier ist ja, das hat er ja sogar angemerkt, dass hier noch was Grünes irgendwie, dass an dem Grün irgendwas fehlt, irgendwie das da. Ja, vielleicht müssen wir irgendwas reparieren lernen. Wir müssen Reparaturzauber wahrscheinlich irgendwie hinkriegen. Durch die Tür da hinten kannst du nicht gehen, oder? Nee, kann ich nicht. Die ist eine Deko. Und rechts an dem Loom vorbei? Geht nee, auch da geht es auch nicht lang. Schauen wir uns mal hier um. Wenn wir gar nicht weiterkommen, müssen wir komplett Lösungen machen. Gibt's bestimmt. Du, ich glaube, die wird das sehr oft geben. Wisst schon mal nach einer kompletten Lösung suchen? Oder wenn wir es erstmal noch probieren? Denn viel gibt es hier nicht mehr. Es gibt hier angeblich nichts, was sich irgendwie wirklich einschränkt. Ich meine, das F müssen wir irgendwie kriegen, das wäre die Sache. Damit wir weiterkommen. Müssen halt einfach viele Sachen ausprobieren. Bei dem Gold können wir nichts machen. Aber wir können an dem Gold vorbei. Stimmt. Maybe I should stand a bit closer. Da ist irgendwas im Dunkeln. Ich glaube, wir brauchen hier Licht. Wonderful. I can't see a thing. Darkness. Haben wir Zauber für Licht? Nee, haben wir noch nicht, oder? Nee, könntest versuchen, die Dunkelheit grün zu machen, aber ich glaube nicht, dass das wirkt. Dann können die Dunkelheit schlüpfen lassen. Willst du wissen, was da rauskommt? Ich weiß nicht. DCD. Nö. Wir brauchen einen Lichtzauber. Vielleicht können wir nicht interagieren. Schade. Nur noch mal rein. Ne, hier gibt's aber nichts mehr. Tja. Vielleicht einfach noch mal zum Steg gehen? Ne, Quatsch, in den Wald. Im Wald, da war ein bisschen wenig Zeug. Du meinst, wir sollen noch mal das Grab öffnen? Ah, wir können hier noch mal den Himmel öffnen. I like the view from the cliff better. Ich meine, it's Idee. Ja, nee, das geht. Oh, es geht doch. Maybe I should stand a bit closer. Ah, ja, das ist der Hinweis, dass wir auf die Klippe gehen sollen. Das haben wir ja schon getan. Also wir sind da auf jeden Fall hin. Das war der Hinweis auf dem Grab, also sollten wir vielleicht nochmal zum Grab. Tiefer in den Wald reingehen könnt ihr auch nicht. Können wir die Dornen irgendwie entfernen? Mit einem Feuerzauber könnten wir das machen. Ich kann das Grab nochmal öffnen. Vielleicht passiert da was. Dein Bestes.
Just as well. Some things are better left alone. Okay, der Boden bebt, aber mit den Drohnen könnten wir noch interagieren, aber... Du kannst die Zauber auch umgekehrt spielen, anscheinend. Destiny shall draw the lightning down from heaven, roll its thunder far across the sea, to where I wait upon the shore of wonder, on the day the sky is opened and the tree is split asunder. Mm-hmm. Tree split asunder, okay. The day the sky is opened. Das Rätsel haben wir ja schon gelöst. Destiny shall draw the lightning down from heaven, roll its thunder far across the sea, to where I wait upon the shore of wonder. Okay, bei den Bäumen gibt's tatsächlich noch was. On the day the sky is opened and the tree is split asunder. Mhm. Wo gibt's da was? The day the sky. Da sind wohl jetzt Eulen drin in den Löchern, wenn man da ein bisschen steht, und die geben dir einen Zauber. Wo was? Ich kann hier nur zu den Bäumen. Rechts zu den anderen Bäumen. Die Dornen, die tun nur weh, die machen nur Autsch. Ja, mit den Dornen sind wir, glaube ich, fertig. Nach rechts. Hier meinst du? Tatsache, das Loch können wir uns angucken. Ja, ah, das hätten wir wahrscheinlich nie rausgefunden. Das macht aber nur C. Und was machen die anderen Löcher? Sekunde C. Das macht nochmal C. There's an owl in there. Das macht auch C. Nee, das macht C, D. Another owl. CD. Ich hoffe, es ist die richtige Reihenfolge. Und das ist das dritte Loch, das wäre die dritte Note. Genau, so many owls in these woods. CDD wäre das dann. Nee, du brauchst noch ein Loch, dann spielen sie das komplette. CDDC. All the holes are full now. CDDC, ja. Das macht dann ein Loch. Und können wir Löcher machen wahrscheinlich. Aber wofür brauchen wir ein Loch? Also erstens eine wichtige Mechanik ist, du kannst die Zauber auch alle rückwärts spielen, um den gegenteiligen Effekt zu bewirken, und das ist der Zauber für in der Dunkelheit sehen, weil Eulen im Dunkeln sehen können. Aha. Was heißt das zu dem Gold? Ist der Eulenzauber, nicht der Lochzauber. Ja, das ergibt dann auch Sinn, warum der nicht rückwärts gespielt werden kann, weil du wirst ja nicht dich selbst blind machen wollen. Mhm. Das ist ziemlich geschickt gemacht. Übrigens, die Zauber sind randomized, also die haben zufällige Noten. Interessant. Gehe ich mal in die Dunkelheit. Ich tue mal dort ein F. Mhm. Wonderful. I can't see a thing. Ich habe zumindest Loom Island schon mal durchgelesen. Tatsache. Hier sehen wir Stroh. Ja, Stroh, und da ist Gold. Don't these people ever clean up after themselves? Okay, wenn wir den nur Stroh zu Gold machen. Ja. Ah ja, das nennen wir hier. D. Stroh. Zu Gold, denke ich mal. Das meinst du vorhin mir mit Baumzettel und einem Stift? Yep. Bei der Originalversion war wohl ein Buch dabei, wo du das hättest eintragen können. Don't these people ever clean up after themselves? Okay, ich versuche mal.
Nee, falsche Buchstabe. Okay, wir haben Gold rausgemacht. Oh, und wir haben ein F bekommen. I've already spun all that. Weil wir jetzt alles auf der Insel fertig haben. Sehr schön. Damit können wir jetzt den Orkan wegmachen. Ja. Und wichtig, das ist wohl ein Zauber, um. Es ist wohl ein Zauber, um gerade Dinge zu verbiegen oder verbogene Dinge wieder gerade zu machen. Je nachdem, wie rum du spielst. Das ist ein Goldzauber. Das mit dem Tornado. Aha. Spoiler doch nicht. Okay, das den ist Tornado auch können wir mit. Wissen für später. Okay, Dinge gerade machen können wir damit. Ja, oder Dinge verdrehen. Wie gesagt, umgedreht spielen, umgekehrter Effekt. Das sagt dir aber niemand, also habe ich es jetzt gesagt. CFCC wäre das jetzt. Wir können jetzt verschiedene Zauber jetzt noch machen. Wir können jetzt das Gewebe könnte man. Nee, da haben wir gehen, das geht noch nicht. Nee, ich glaube, das Gewebe machen ist das finale Ding. Flasche können wir auch noch nicht. Aber wir können jetzt den Tornado gerade machen. Nee, das können wir, das Gewebe, sobald wir gehen können, können wir das Gewebe machen. Interessant. Kannst du nochmal zur Flasche gehen? Naja, aber und mit der Flasche können wir nichts tun. Sicher? Hatte das nicht nur F drin? Nee, die Flasche war G, F, F, E. Ja. Ah, okay. Das G haben wir noch nicht. Gut. Sobald wir das G haben, können wir hier wieder zurückkommen und nochmal Flasche und Gewebe nochmal machen. Bald war die nächste Note. Okay, alles klar. Wahrscheinlich auf der nächsten Insel. Jetzt ab zur nächsten Insel. Und erstmal über das Ozean an dem Wind vorbei. Jetzt springen wir ins Wasser. Okay, versuchen wir es mal. Ah, die Eulen folgen uns. Ah. Sehr schön. Wir haben jetzt Eulen, Freunde, wie es auch schaut. Oder Möwen. Sieht eher nach Möwen aus. Es sind Möwen. So, das war jetzt. Tornado war CFCC. Well, that only twisted it tighter. Mhm. Es hat den Sturm noch schärfer gemacht. Ja. Dann müssen wir es vielleicht umgekehrt sehen. Versuch's mal umgekehrt. Wahrscheinlich ist das der Punkt, wo du das lernst. CFCC. CCFC. CFC. Ne, das tut nichts. Merkwürdig. Ich glaube, du hast zu lange gewartet. Nochmal oder was? Nochmal umgekehrt. Aber diesmal etwas schneller. Tornado Ding. CCFC. CCFC. Ah, okay. Ja. Sehr schön. Der Tornado ist weg. Wir können weiter. Kannst du mit dem Möwen noch interagieren? Nö, kann ich glaube ich nicht. Nee, sieht nicht danach aus. Aber das sind dieselben, die drüben am Steg waren.
Wir sind nur mitbekommen. Ja gut, na dann. Okay. Ein Westufer. Das Festland. Oder eine neue Insel. Und wir haben das G bekommen. Damit sollten wir jetzt eigentlich wieder zurück und nochmal die anderen Sachen machen. Dann nochmal zurück, let's go. Falls wir können. Ich glaube nicht, dass wir es können. Ich habe den Ast zumindest verloren. Ich kann nicht jetzt nur nach hinten. Nee, scheinbar nicht. Wahrscheinlich müssen wir dann jetzt lernen, damit zurückzukommen. Das ist eine Stadt, glaube ich. Okay. Das ist die Szene, die ich gesehen habe, die so weird aussah, dass mich das Spiel interessiert hat. Okay, ich würde mal hier gerade eine kurze Streampause machen. Ja, mal wollte ich auch Kaffee vorschlagen. Mal kurz mal eine Toilettenpause. Jetzt haben wir so einen guten Moment geschafft, wo wir rübergekommen sind. Ja, bis gleich. Dann spielen wir noch ein bisschen weiter. In die Stadt sind wir jetzt gekommen. Kristallenstadt. Ja, okay. Das kriegen wir durch. Werde ich wieder rausgehen. Okay, wild. Können wir mit irgendwas interagieren? Das leuchtet hier. Keine Ahnung. Aus. Kommen wir da überhaupt vorbei? Ah, okay, wir können hier lang. Ah, okay, hier können wir was. Welcome to Crystal Guard, Stranger. I'm Master Goodmode, 31st in the Noble Guild of Glassmakers. And who might you be? My name is Bobbin. Ah, Glasmacher. Stimmt, Bobbin Threadbear of the Noble Guild of Weavers. A weaver! Tell me, is it true that to peer beneath a weevil's hood brings instant agonizing death? I honestly don't know. Nobody's ever tried it with me. You have such a wonderful view of the sky here. Have you noticed a flock of swans flying this way? Swans? Swans. You know, birds. Yes, yes, swans! No, I haven't heard of any swan sightings. Look around to your heart's content, Weaver Threadbare. And remember, if you break it, you buy it. Wir müssen was zerbrechen. Vielleicht das hier. Softshard, wife of Loosened Bottle Blow, here lieber nicht. Final clarity. Ich meine, wir wissen, was wir mit Gräbern machen können. Wir können sie öffnen. Können wir es öffnen? Aber wir können doch. Nee, die Flasche können wir doch. Wir können. Wir können es die Flasche. Wir können es den Flaschenzauber versuchen. GFFE. Das ist zum Dinge entleeren oder füllen. Sicher? Ja. Ich könnte es mal versuchen kaputt zu machen. Wir können es ja wieder heil machen. Ich meine, ja, warum nicht? Wir können auch den Gewebezauber jetzt machen. CFGC. Das können wir auch schon. Ich weiß nicht, was der bringt. I don't think I'll try that one again. Okay, wir haben ihr Grab geöffnet. Sollen wir es mal wieder schließen? D-E-C-E. Okay, das funktioniert nicht. Draft. Tja, soll ich mal den Gewebe-Dings machen, oder was bringt der? Ja, so. Warum nicht? CFGC. I guess that isn't a draft. Das bringt nichts.
Tja, was wir könnten grün färben, wir könnten Licht machen. CDDV. Ich glaube, hier können wir einfach. Ich habe eine CDDV aufgeschrieben, was ist das? Durch C, oder? Mhm. Ja, CDDC ist euer in Sicht. Obviously not the right draft for Graves. Hm. Okay, den Grab, das Grab haben wir geöffnet. Muss die anderen Gräber noch. Ich meine, kannst du mit dem Grab nochmal regulär interagieren? Steht nur, von wem das Grab ist. Von wem ist es? Irgendwie von unserer Frau. Softshot, wife of Lucent Bottleblow, here attain final clarity. Die Frau von Lucent Bottleblow. Okay, wir kommen auf der Seite nicht mehr raus. Das heißt, wenn wir raus wollen müssen, nein. Ich glaube, hier kommen wir nicht mehr weiter. Es blinkt hier alles nur sehr schön. Okay. Schauen wir uns hier mal weiter um. Oha, hier ist eine Person. Hier ist ein Hebel. Oder so. Not so fast here. Okay, der will nicht so fast. Ja, die geht, lassen uns nicht. Geht automatisch noch runter. Who's that? Mhm. I can barely hear what they're saying. I trust your excellency is pleased with our progress? That all depends on how far this sphere can help me see. 4 hours, most assuredly. Perhaps 6, with a bit of luck. Only 6 hours? But I expressly requested 8. Every sphere is unique, Bishop. It is impossible to accurately predict how well this sphere will perform. I need at least 8 hours. 8 hours, Master Crucible! See to it! Aha. Okay, diese Sphäre kann irgendwas mit Zeit. Mhm, die können wahrscheinlich in die Zukunft sehen. 6 Stunden in die Zukunft. Okay. Können wir hier hin? Nee, können wir nicht. Das ist ein sehr seltsamer Aufbau von der Stadt. Tja. Kannst du unten reingehen? Ich glaube ja. Hier ist auf jeden Fall eine Glocke. Okay, jetzt kommen wir hier wieder raus. Irgendwas gab es da nach oben. Da müssen wir irgendwie noch hochkommen. Hier können wir auf jeden Fall ein Gebirge hoch. Gebirgspart. Aha. Geh mal nach links. Oha. Sind wir jetzt. Die machen Musik. Ich habe es nicht aufgeachtet. Who goes? Well, well, well. Looks like a scrawny runt trying to sneak in. Nimm das nochmal, die reden sehr laut.
You call that sneaking? CTG. All the way in from das letzte war. Thought you were going to fleece some shepherds, did you? Maybe we ought to take the shears to you instead. Normalerweise vier Noten. Listen, I mean, I'm not looking for sheep or trouble. I'm looking for a flock of swans. Swans? Swans. Was war's noch? CTG. Birds. Oh, swans. Verdammt. Of course. We should have known. Everybody comes here when they want swans. Next, you'll be telling us you're some sort of wizard off to fly away with them birds. Right. Wizard? You wouldn't happen to be the great wizard that Fleece was telling us about. Fleece? He is sort of dressed like a wizard. I don't know. He doesn't look very powerful to me. Me neither. I say we don't let him by until we know for sure. Come on then, wizard. Let's see some magic. Or else... Okay, können wir einen Zauber, der die wegmacht, oder? Noch nicht. Grünen Färben können wir... Wir müssen denen jetzt irgendwas bieten, dass die sehen, dass wir ein mächtiger Zauberer sind. Wir können den Gewebezauber CFGC, das könnte der mächtigste sein, den wir besitzen. Probier's mal. CFGC. It might help to point at something. Aber du musst erstmal an ihnen vorbei. Du musst erstmal auf irgendwas zeigen mit dem Stab. Okay, die Shepherds. Ich versuche mal den Gewebezauber C. F, G, C. Nee, das guess that nicht. Isn't a draft. Vielleicht andersrum. C, G, F, C. Ich glaube, wir müssen erstmal weggehen. Ich glaube, wir können das noch nicht ganz. Okay, guess that isn't nicht. A draft. Okay. Well, that draft didn't seem to do much good. Irgendwas hat es gemacht jetzt. Wir können sie grün färben mit CD. Die haben schon grün. Kannst du es vielleicht entfärben? Well, that draft didn't seem to do much good. Okay, rückwärts, die, C, D, D. Ja, D, C, D, C. Well, that draft didn't seem to do much good. Bringt nix. Wir könnten sie gerade machen, oder was? Ich glaube, wir können hier noch nichts machen. Wir könnten den Flaschen, könnten wir die Flasche-Sache machen? Oder die Stroh zu Gold, oder... Das könnte sie sein. Da du hier Zeit verschwendest, ich sage dir, wir können aktuell bei denen noch nichts machen. Okay, also sollen wir einfach weitergehen, oder wie? Ja, einfach weitergehen, wenn sie sich wieder unsichtbar machen, nochmal zurück und dann merken, was sie tun. I was better off with the elders back home. Okay, lassen uns einfach gehen. Come on, lads. He's had enough. Let him go. Some kind of wizard, eh? Don't trip on your robe, little wizard. Get on, you lazy bunch of you. Als wir dorthin kamen, gab es irgendeine Melodie. Das müssen wir uns erstmal. Ja. C, was? Jetzt gibt's nochmal. G, C, C, D. G, C, C, D. G, C, C, D. Okay, vielleicht ist das der Zauber, den wir brauchen. GCCD. Den könnten wir spielen. Das wäre vielleicht die Lösung. Dann gehe ich nochmal nach links und versuche das nochmal. He's back! Und jetzt war aber G am Ende. Zum sichtbar werden. Also GCCD macht sie unsichtbar wahrscheinlich. Ja. It might help to point at something first. Ja, natürlich.
There's nobody better at stealth than us shepherds. Aye, and you'll have to do better than that to get past us. Das heißt, es ist ein... Die haben uns gerade gesagt, Stealth. Das heißt, es macht unsichtbar. Okay, also wissen wir schon mal, dass der Zauber für Stealth und unsichtbar ist. Ja. Und unsichtbar. Können wir den vielleicht auf uns selbst wirken? Ne, auf uns selbst wirken können wir keinen Zauber, oder? Come on, lads. He's had enough. Let him go. Some kind of wizard, eh? Don't trip on your robe, little wizard. Get on, you lazy bunch of yous. Back to work. Vielleicht können wir sie sichtbar machen, aber nee, ich sehe die nicht. Okay, wir können hier nichts. Einfach zurück zur Stadt, das ist das, was wir machen müssen. Meinen rechten Weg. Also. Ich glaube, dann tauchen die auch auf. Ne, da sind wir am Strand. Und selbst unsichtbar machen können wir scheinbar nicht. Wir wissen es. Einen unsichtbaren Stealth-Zauber haben wir jetzt. Vielleicht können wir so an die Artefakte hier, die in der Stadt irgendwie drin sind, rankommen. Wenn wir die unsichtbar machen oder so. Keine Ahnung, gab es hier irgendwas? Siehst du da oben? Kannst du noch mal kurz raus? Oben gibt's was. Ja, kannst du denn da oben mit irgendwas interagieren? Ah, da ist doch ein Turm. What's going on up there? Ja, aber was machen wir damit jetzt? Dich unsichtbar? Und die die Arbeiter können wir unsichtbar machen. Mhm. GCCD. Did it work? Only one way to find out. Ja, er ist sich nicht ganz sicher, ob das funktioniert hat. Ja, kannst du jetzt durch die Tür? Durch welche? Ah, da, wo du jetzt gerade rein bist. Und da war ich schon vorher. Ja gut, zumindest haben wir gezaubert. Das ist das Wichtige. Jetzt müsstest du aber an das ganze Zeug rankommen, hier. Hm, okay. Ein Kristall. A glass bell. I wonder what will happen if... Oha, okay, wir werden teleportiert. I'm dizzy. Our esteemed Bishop Mandible cuts quite a figure, doesn't he? I don't doubt the Crucible's getting tired of bowing and scraping to him. Why would the clerics want a scrying sphere anyway? I thought they could believe in the future. Yeah, your guess is as lucid as mine, Flute. But Crucible appears to think that they're up to no good again. Then why would he do business with them at all? Let alone sell them a sphere. Well, you know, Crucible, he'd sell his own mother's spectacles if he thought there was a profit in it. And the clerics are paying off in cash. Which should keep us in the clear for years to come. Still, I'm certainly pleased that Crucible's not taking any chances. This scythe might be... Okay, jetzt kommen wir hier rüber. Jetzt müssen wir das Teil gut anfassen. Aha. E. F. F. E. F. E. F. F. E. Und dann hauen die ab. Okay. Das ist scheinbar ein Zauber, den die fürchten. Keine Ahnung, was der macht, aber der. Da hauen die von ab. Banditen. Mhm.
Banditen hauen ab. Okay, dann gehen wir mal zurück. Kannst du jetzt nach links gehen? An der Kugel vorbei? Nee, ich kann auch mit der Glocke nochmal. Den selben Weg zurück. Okay. Soll ich mal die... Kann ich die irgendwie ärgern, oder? Ich gucke gerade. Mit der Sichel kann die auch noch irgendwas tun. Vielleicht kann ich die verschwinden lassen. Arbeiter. Ja, du kannst noch mal zu dem Kelch gehen. Kann man den Arbeitern noch irgendwas tun? Dass die verschwinden lassen? Glaube nicht. Irgendwas. Oh, mit denen kannst du aktuell nichts tun. Mit der Sichel, die war auch interagierbar. Oh, du kannst mehrfach mit der Sphäre interagieren. Oh, zu spät. Jetzt bin ich schon weg. Na egal, du kannst ja jederzeit dann wieder hin. Jetzt gehe ich mal erstmal. Oh, wir können auch schnell laufen. Nee, nur bedingt. Aber zum Kelch solltest du nochmal rübergehen. Mach ich nachher erstmal, vertreib erstmal die Wand, die Typen dort. Mhm. Ich nehme mal die Abkürzung in den Wald. He's back! So are we. FFE war das. Mhm. Effe. It might help to point at something first. Oha. Oh. Well, das ist also ein Zauber, um sich in einen Drachen zu verwandeln. Funny. Ein Drachenzauber. I don't feel very scary. Schreib mal. Böser Drache. Kannst du das bei den Arbeitern probieren? Du weißt nicht, was das bringen soll. Und sie abhauen. Sind Schafe. Okay. E, F, G, A. E, F, G, A. Das ist, glaube ich, ein Schlafzauber. Hey, you! Get away from here! Schafe, die über den Zaun springen. Ja. Ich schreib mal Schlafzauber auf. Mhm. Go on now. Und rückwärts macht's wahrscheinlich wach. Aber wir können das A noch nicht. E, F, G, A. Wir müssen aber erstmal noch das A lernen. Das B und das große C suchen wir noch. Mhm. Okay, der schläft jetzt, der Schürze. Okay. Vielleicht brauchen wir das, um die Arbeiter zum Schlafen zu bringen. Probier erstmal den Drachen. Es soll angeblich mehrere Lösungswege geben. Vielleicht reicht auch Unsichtbarkeit, um an denen vorbeizukommen, aber wenn wir sie erschrecken können, warum nicht? Wir sind schon an denen vorbeigekommen. Ja, aber es macht Spaß.
Wir brauchen noch drei weitere Buchstaben. Noten. Zum Kirch komme ich aber, glaube ich, nicht hin. Da bräuchte ich irgendwie eine Glocke, die mich dahin führt. Die ich gucke gerade mal ganz kurz. Die führt mich nur Friedhof, Eingang in der halben Kugel rechts. Ja, das hatten wir. Dann nach rechts unten durch. Aha. Nicht rechts unten. Offensichtlich. Durch. Könntest du mal das ja versuchen. Ja, stimmt. Wollten ja erstmal hier. Aber die Glocke, die bringt uns nur zu der Kristallkugel. Wie war der Drache? EFFE. It might help to point at something first. Ja. That draft is not going to help if they can't see me. Wie kann ich erstmal sichtbar werden? Oh. Ja, dann mach Unsichtbarkeit rückwärts. Unsichtbar G, C, C, D, also D, C, C, G. Mhm. Ne, bringt nix. Und doch, ja, hier. Ah, look! Ja. Jetzt Who are you, machen. Lad? And just what do you think you're doing up here? I'm not sure. I just rang the bell. Well, I'm sorry, but you're not supposed to be here. Step back under the lens, please. This is a restricted area. No visitors allowed. Good day, sir. Ich bin verscheucht. Kannst du es dann von draußen probieren? Das ist eine Möglichkeit. I guess I'm not supposed to go up there. Ja. Es macht echt Spaß, die mit den Sachen ein bisschen rum zu experimentieren. Hm. Nettes Spiel. Für die Zeit auf jeden Fall. Wie gesagt, das könnte locker als Indie-Game heute durchgehen. What's going on up there? So, vielleicht können wir jetzt Drache. Oder? Ja. Drache mal Effe. I doubt they'll see me from up there. Ah, sie sehen mich nicht von hier unten. Was Blödsinn ist, aber egal. Hm. So, wie kommen wir jetzt Na gut, zu dem... Jetzt ist es ja aktiviert zumindest, das heißt... Wie kommen wir jetzt zu dem anderen, zu dem... Zu dem Kelch. Kurz noch irgendwie zu dem Kelch. Ja, hinten über den Friedhof. Es gibt einen Friedhof? Ja, da wo das Grab ist. Okay, ich versuche aber nochmal hier zu der Kugel zu kommen. Mhm. Vielleicht doch mehr oben als Drache diesmal auf. Nö, aber sichtbar. Stopper! Over there! I don't believe this! Looking for trouble! Wir kommen da nicht mehr rüber. You're certainly about to find it! He'll not be the only one in trouble if Crucible finds him up here. Not to mention what will happen if we get behind schedule. Listen here, lad! We have secret work to do and not much time to do it. Do you understand what secret means? Yes. Sie wissen jetzt, dass wir da sind. It's very important that I get... Good. Please step over to the lens now. Stupid brat. You said it. Du kannst ja noch mal Unsichtbarkeit machen. Ja, aber ich komme da nicht mehr lang. Weil die jetzt wissen, dass wir da sind. Aber nicht, wenn du unsichtbar bist. Ich kann mich nicht selber unsichtbar machen. Du kannst rausgehen und wieder auf die Worker von außen ausprobieren, so wie vorhin. Na egal, die Kugel ist jetzt nicht mehr wichtig. Doch, wir müssen da noch mehrfach mit interagieren. Ich glaube nicht, dass wir da lang können. Du sagst, über den Friedhof, über den Saal kommen wir dort zu dem Kelch. Oben kannst du doch auf den, du kannst doch nach oben gehen, oder? Ja, aber da komme ich nicht weiter. Hast du es probiert? Ja, habe ich vorhin. Könnte ich gerne nochmal versuchen. Das ist irgendwie Sackgasse.
Nach hinten kannst du auch nicht, oder? Ja, ich versuch's, aber ich kann nicht. Okay, irgendwas kann ich doch. Ah doch, da gehe ich jetzt hier lang. Das dachte ich mir, ja. Mit dem Hintergrund, dann kannst du da wahrscheinlich mit der Glocke interagieren. Ah, okay. Jetzt bin ich hier. Jawohl. Kann ich den Kelch da antatschen? Bestimmt ja, da kannst du jetzt auf. Da kannst du jetzt Füllen benutzen, glaube ich. That's beautiful. I've never seen anything sparkle like that. Not even the long tapestry. What kind of glass is it? It was carved from a single crystal of diamond. But I thought you were glassmakers. No, we are, we are. A dear boy, this is none other than the famous Cro-Max conundrum wrought by our distinguished founder, Lucent Bottleblow. His works once filled an entire museum, you know. That was before the great dragon arrived in 7342. She blew through this city like a torch, melting and breaking our finest works, plundering our museums and treasuries until we had almost nothing left. Mm-hmm. It was awful, just terrible, really a miserable time. Even Bottleblow's greatest masterpiece, the first scrying sphere, was lost forever. But you still have the conundrum. And a lucky thing, too. It was on loan to the Guild of Vintners at the time. It is the sole remaining example of our founder's transcendent genius. But I'm still curious. Why is it diamond instead of glass? We've no idea. No idea at all. That's the conundrum, you see. Okay. Wir müssen's füllen. Der Flaschenzauber ist der das führt, oder? Der Flaschenzauber, genau. Beziehungsweise Flaschenzauber umgekehrt. Also umgekehrt meinst du? EFFG. Ja. Mhm. Ja, I wonder where that dragon went with Bottleblow's other treasures. Was tun wir jetzt? Können wir das grün färben? Ich hab den Drachenzauber da auf der Mauer ausgelöst. Oh ja, Drachenzauber, klar. No, nee, that's not right. Nicht. Grün färben, meinst du? Mhm. Ich frag mich, was der Gewebezauber bringt. Den haben wir noch nicht gewirkt. CD. I guess that draft isn't going to help me here. Ah, okay. Jetzt sind wir wieder hier. Und nun. Wir müssen Monats A finden. Also es gibt noch eine Sequenz, wenn du nochmal mit der Sphäre interagierst. Du meinst hier nochmal auf die Arbeiter oben. Genau, nochmal Unsichtbarkeit. What's going on up there? Okay, unsichtbar GCTD. Mhm. I wonder. Und er sagt das wirklich. Nee, egal, mal schauen. Ich meine, die das wissen sagt das er immer, weil die zu weit weg sind, aber es wirkt, sobald wir oben sind. Versuchen was. Ja, ich bin unsichtbar. Na dann, durch hier. Ich glaube, mit den Arbeitern können wir sonst nichts machen. Sind hier nur dazu da, um uns aufzuhalten oder eben nicht. Ja. Ein Hindernis.
Der Soundtrack ist auch nicht übel. Okay. Feuer. Ich habe eine Kristallkugel und eine brennende Höhle gesehen. Okay, kannst du nochmal interagieren? Und wenn ja, wie oft? Ein Schwan. Mhm. Oha. C, groß C, F und G. Großes C, F, was war's noch? DG, was großes C, F, G, C. C, Schwan. Interessant. Ah ja, da sind wir wieder hier. Ah, hier stehen wir wieder. Okay, dann waren das die drei Szenen wohl. Okay, irgendwas mit dem Schwan können wir dann noch machen, aber dafür brauchen wir erstmal noch drei Noten. Wo kriegen wir die drei Noten noch her? Wir können einfach bei den Schäfern weitergehen. Und eine Höhle wird noch brennen. Gucken wir das nochmal an. Großes C, F und G, C, ja. Das ist der Schwanenzauber. Können wir die Arbeiter in Schwäne verwandeln. Warum es denn eigentlich nicht auffällt, dass sie sich im Licht strahlen? Komplett random bewegen. Die wissen ja von dem Lichtstrahl, die haben uns ja eben da rausgeschickt. Also eigentlich... Einfach nicht hinterfragen. Du sagst da hinten bei den Schäfern weiter. Ich meine, ich erkenne so ein bisschen schon, ich erkenne Monkey Island schon so ein bisschen. Die zwei Inseln, die wir dann. Ich finde das Setting besser. Okay, hier sind wir nur bei den Schafen. Aber weiter kommen. Kannst du an dem auch vorbeigehen? Können wir das? Scheint so. Aha. Eine weite Wiese. Aber leider keine Geschichte der Wichte. Ist das ein Kannibalendorf oder was? Ich glaube eher Schäfer. Also kleines Lamm. Oha. Unsichtbarer. Hello there. Who said that? I did. My name is Fleece, first chosen of the Guild of Shepherds. I wish we had time to chat a while and trade some tales, but we have got a serious problem on our hands. What sort of trouble are you having? It seems we've a dragon nearby who has an enormous appetite for fresh mutton. Mm-hmm. We breed our sheep for extra whiteness, mm-hmm. so we cannot keep them on the meadows. She can spit them miles away. By now, the dragon has carried off so many that we may not be able to fill the cleric's order. The clerics? And then I just saw the bishop at the glassmakers.
Bishop Mandible? He placed the order for 10,000 sheep. 10,000 sheep? That's enough to feed an army. Yes, that had occurred to us too. You noticed our increased patrol in the forest. We'll deliver the sheep to the clerics if we can, but we won't trust them. I suppose fighting the dragon will be out of the question. Only a mage can save us. Okay, können wir hier irgendwas... Feuerzauber können wir noch keinen, oder? Kannst du mit dem Lamm irgendwas machen? Könnten Stroh zu Gold machen. I see you've noticed my little friend. She doesn't look at all well. She isn't, and my songs of healing don't seem to be bringing her much comfort. Oh. Ah, Ziel. Ziel. Ah. Stair of Healing. ATTA für Heilung. I wish I were better with him. CCA. Sonst glaubt sie, dass das ihr Heilzauber ist. Ja. Kannst du Schafgrün färben? Na, CCA für Heilung. Ich kann das A noch nicht. Ich hoffe, das kriegen wir bald. Schafgrün färben. CD, CD. Ich fürchte, nein. Nein. Perhaps I shouldn't bother her. Vielleicht. So, aber den Heilzauber probieren, den können wir nicht. Wir haben das auch noch nicht. Nee, können wir noch nicht. Kannst du die anderen Schafe draußen gleich grün färben, damit die nicht mehr gesehen werden von dem Drachen? The flock is out to pasture. You'll find them there. Go forth, Wizard, and may you return safely to our fold. Ja, okay, es klingt so, als müssten wir was tun. Sind Schafe, meinst du? Ja, Schafe grün machen, damit es nicht mehr so auffällig ist. Sheep. Fleece was right. They really are easy to spot. Wir könnten sie aber unsichtbar machen. Wir haben einen Unsichtbarkeitszauber, der ist vielleicht effektiver als ein Kugel. Probier beides mal aus. Einer wird dir gehen. Okay, Grünfärber CD, CD. Cool. Jetzt wurden wir entführt. Okay. Jetzt wurden wir vom Drachen entführt. Auch gut. Und da ist die brennende Höhle. Well, what have we here? Oh, that's what comes of being in such a blazing hurry, I guess. I thought you looked a bit scrawny. Why, you'd hardly make a decent kid. Oh. Weißt du, was ich jetzt machen werde? Wir haben da einen Zauber, der Stroh zu Gold macht. Und umgekehrt. Wir werden sowas von gegrillt werden, aber egal. Man kann in dem Spiel nicht sterben, also probier's aus. Das ist natürlich sehr mies. Auswählen das Gold. Hier. Strohhaufen. Tja. Mies. Das ist mies. Gut, wir haben das A gelernt. Nice. Jawohl. Dann können wir dann Heilzauber. Dann können wir einfach gehen. Erkunde erst mal, lass ihn doch so ein bisschen sein Stroh rumhängen. Hat sie verdient, würde ich sagen. Dann können wir hier raus. Du entführst mich, ich mache deinen ganzen Besitz wertlos. Tja, das ist, wenn man sich mit Zauberern anlegt. Das ist... Hat der Drache davon.
Wir können ja nicht raus. I cast manual breathing. Okay, da unten kannst du vielleicht noch. Wir können was auf den. Wir können auch was ganz anderes Schlimmes machen. Nee, wir können das 10 auch nicht, schade. Sonst hätte ich den Drachen jetzt in einen Schwan verwandelt. Aber wir können das wieder zu Gold machen und kommen dafür nicht raus. Aber wir kommen ja ohne den Drachen nicht raus, glaube ich. Kannst du dich unsichtbar machen vor dem Drachen? Ich kann nichts auf mich selbst casten. Ja, aber auf den Drachen kannst du auch Unsichtbarkeit wirken. Das wäre eine Chance. Aber was kann ich denn jetzt, vielleicht kann ich mit dem A jetzt irgendeinen Zauber, ich kann einen Schlafzauber auf den Drachen legen. Auch stark. IFGA. I didn't mean to make her any more awake. Ah, okay. Andersrum. Drache schläft. Sheep. Gold. Oh, Drache brennt. Ja, wollte ich gerade sagen. Fire! Das ist die brennende Höhle. Ja. Wir stehen einfach so daneben. You haven't heard the last of me, you cheeky brat. Aber das ist ein Ausgang. Sehr schön. Ja, Mensch. Das so, besiegt man, einen Drachen. Okay, Dunkelheit. Das kennen wir. Dunkelheit, das war noch was? CDC. It might help to point at something. Grafisch ist das auch echt cool. It might help to auf die point Augen. At something. Wieso ich denn hier auf dem. Du hast da Dunkelheit, du musst erstmal auf die Dunkelheit klicken. Ich versuch's ja. Also hier. Wie war das? Eulensicht CDDC. Oha. Ich schütte eine Treppe runter. Oha, das ist ein Labyrinth. Oh nö. Nee. Wir werden schon irgendwann rauskommen. Das sieht doch schon mal richtig aus. Oha. Geht's nochmal tiefer. Ist was unten. We have to go deeper. Aha. Okay, wild. Ich glaube, da geht's lang. Ich glaube, du bist gerade auf einem sehr guten Weg. Nicht wirklich. Mist. It appears I can't get there from here. Kannst du mal Wir müssen einen anderen Weg nehmen. Ja, kannst du unten noch irgendwo woanders lang gehen? Vielleicht kann ich da noch mal, oder? Okay, da komme ich hier hoch. Immerhin, die Ebene ist richtig. Okay, da geht's nicht lang. Guess I won't be going back that way. Sicher, es geht immerhin weiter. Hier ist eine Pfütze. Oh, was war der erste Zauber? A. A. D. My own reflection. A.
A-D-E-A, sagst du. A-D-D-A. Ich schätze, das ist der Wasserzauber. Oder der Reflexionszauber. EA. Soll ich das durch mal den Pool durch? Versuch mal mit ADEA. I guess that isn't a draft. Fliegt andersrum. Ich meine, das ändert nichts. Nee. I guess that isn't a draw. Ich glaube, es ist auch A-D-D-A. Sicher? Ja. Probier das mal. Ah. A-D-D-A. A-D-D-A. My own reflection. Ja. So, ADDA. That must not be the right draft. Ne, das bringt nix. Kannst du dann vielleicht, also kannst du irgendwas anscheinend mitmachen? Vielleicht den Pool leeren mit dem Flaschenzauber? My own reflection. Ja, meine Flaschen zum meinst du? Ich meine, EFFE. Es geht. Okay, das ist sehr wild. Und wir haben eine Sphäre. Auf dem Vulkanausbruch. Das ist nicht so gut. Ein Schwan. Boost CF. Ja, das wissen wir schon. Ja, das haben wir schon. Aber das ist diesmal ein anderer Zauber. Nee, ist derselbe. Habe ich mir den damals vielleicht schon notiert. Oh, den kennen wir. Bishop Mandible. What in the world is he up to? Der Bischof, okay. Wird der Endboss. Vielleicht. Vulkanausbruch. Okay, da sind wir durch. Guck nochmal nach dem Schwanzauber. Groß C, F, G. Ich habe vorhin A notiert. CFG kleines C, okay. Ja, da hast du es falsch notiert. Das ist dasselbe nämlich. Keine Ahnung, wofür wir den brauchen, aber naja. Wahrscheinlich am Ende. Okay, dann kannst du ja rechts weitergehen. Bild, das hätten wir jetzt übersehen. Hier geht's nicht weiter. It might help to point at something first. Wie kommen wir hier in die Dunkelheit? Nee. Wie kommen wir jetzt hier wieder raus? Vielleicht da unten durch das Loch. Hier gibt's einen Weg, hier. Oh, ja gut, das ist. Hole. It's already dry as a bone. Also nee, das ist das, was wir hier. Das ist der See. Wie kommen wir jetzt wieder raus? Ich guck mal nach. Hier runter können wir nicht. So, wo sind wir? Merkwürdig. Das Becken haben wir geleert. It's already dry as a bone. Kann man es vielleicht wieder nass machen? An oder? Der Säule rechts vorbei.
Das soll nur rechts vorbei. Die hier. Also, oh ja. Ja, genau da. Jetzt können wir hier wieder lang. Oh. Nächster Ausgang. Eine Wendeltreppe. Okay. Jetzt nur noch zwei Buchstaben. Tja, hier kommen wir nicht rüber. Hast du eine Idee? Flugzauber haben wir nicht, wir können uns in Drachen verwandeln, keine Ahnung. Gut, das ist der nächste Satz, den habe ich versehentlich gelesen. Du musst die Wendeltreppe gerade machen. Aber wie? Ich kann mit der Wendeltreppe nicht agieren. Du müsstest wahrscheinlich irgendwo einen Interaktionspunkt mit der Wendeltreppe haben. Wahrscheinlich am Anfang oben. Mhm. Die Wendeltreppe gerade machen. Ah ja, hier. Repair cost must be spiraling. Ja genau, du hast ja den umgekehrten Tornado. Tornado. CCFC. Aha. Das ist nicht mehr kreativ. Kreative Lösungsfindung. Mhm. Oh, da fliegt der Drache mal drin im Schwanz. Okay. Da liegt jemand. He's fast asleep. Tja, was wollen wir das dagegen tun können? AGFE. Oh. Hello there. What's that? Your music woke me up. Oh, sorry. Oh, not to worry. I'm Rusty. Rusty Nailbender. I'm Bobbin Threadbare. Of the Weavers. Weavers, eh? Our folk are blacksmiths. I'm supposed to be getting firewood for the master, but this plateau is being picked cleaner than a new blade. Come over here. That's us down there. The forge. Oh, wow. That's what we call it. I've heard you weavers don't get out much. What's your business here? I've been looking for a flock of swans. Swans? No. No swans around here. Oh, say, all this talk has made me sleepy. A real pleasure, though. Oh, let me know if you find your swans. Oh. Der war ja sehr hilfreich. Naja, wir wissen jetzt, wir sind hier bei den Schmieden. Das sieht ja brutal aus. Oh, who are you? Just me, a friendly stranger. Okay, das ist wirklich der Lösungsweg dafür. The gate only opens for members. Members. Sollen wir uns einen Schwan verwandeln oder einen Drachen oder? Nein, wir können offensichtlich mit dem Reflexionszauber die Gestalt von anderen Leuten annehmen. What? Ja, das ist etwas, was mir nicht bewusst Wasser, war. Mit dem das Wasserzauber. Ja, mit dem Pfützenzauber gerade eben. Und auf wen soll auf das Tor oder was? Nee, auf den Typen, der oben schläft. Okay. Das ist wild, das war mir nicht bewusst. Gut, dass ich das gerade gelesen habe. Gut, da hätten wir ewig gebraucht für. ADDA. Okay. Wie du sagst.
auf den jetzt den Wasserzauber zu wirken, das wäre mir nicht gekommen. Man wäre halt an irgendeinem Punkt wieder da gewesen, wo du Dingens. Wo du einfach alles auf alles probierst. Nee, das, da wäre ich nicht drauf gekommen. Hello, das ist wild, das habe ich jetzt auch nur gelesen, weil mir auch nichts eingefallen ist, was wir machen können. About time you were coming home. Ich hätte jetzt den Drachen Stokes gemacht been looking for you, and he ain't real happy. You better get in there right now. Okay. Aber um ehrlich zu sein, manchmal muss man die Komplettlösung nehmen bei alten Adventures? Ja. Auch generell bei Adventures, dass du ich sag dir kein Geheimnis, dass das Point-and-Click-Adventures meistens mit der Komplettlösung mit aufspiele und einfach das überspiele und so tue, als würde ich das nicht schon durch die Komplettlösung wissen. Weil fürs Let's Play, ich hab da halbstündige Parts und muss das irgendwann. Ich kann nicht mehr. Also bei manchen Sachen, die leichter sind, rätsel ich manchmal, aber wenn ich da irgendwann mich da 10 Minuten nicht weiterkomme, dann gut, öffne ich die Komplettlösung, weil es ist, ich kann da nicht eine 5 Parts lang auf IBN Rätsel verschwenden, wenn es für ein Let's Play sein muss. Das ist cool, wenn man es privat spielt, aber für ein Let's Play. It's about time, you lazy idiot! I sent you out 4 hours ago for firewood and you bring me back one scrawny stick! If your father weren't a foreman, I'd toss you in the furnace. You're just like the youths downstairs with the bishop right now. If that fire goes out and the cleric's swords don't get done... I'm sorry, I had a bit of trouble. Perhaps you'd like to offer your confessions to the bishop in person. I'd be happy to arrange it. Now give me that stick! Uh-oh. I'm done dealing with the likes of you, Nailbender. Did unseren Stab und wirft ihn gleich ins Feuer. You better hope the furnace doesn't go out. Yes. I can't do anything without my distaff. Wir sind am Arsch. That straw looks awfully comfortable though. Könnt schlafen legen. It must have a sleep draft woven into it. Ich glaube, der arme Typ wird gleich gegrillt vom Drachen. Be much good with fire, love, but I still enjoy the taste of tender, firm young meat. One blasted stick of wood left, curse that lad. 10,000 Stück, der brennt sehr schlecht. And the furnace is about as cold as my chances for promotion. I don't believe this. Real nice of that Weaver kid. Just wait until his turn comes. I'll be waiting for him on the outside. What the fuck passiert hier gerade? Der hat ihn gegessen. That means trouble. Elder and okay, und jetzt holt der Rabe und den Stock zurück. You could be sure of that. Careful now, old bird. Okay. Let's not singe the feathers. Das ist mein Deus Ex Machina. der Held ist, hat keine, der Stab verbrennt, das ist mal. Der Stab verbrennt und unsere Gestalt haben wir nur wieder, weil der andere Typ vom Drachen gegessen wurde. Das nehme ich mal. Das ist mal ein. Okay, wir können uns erstmal jetzt. Das ist ein sehr lustiger Deus Ex Machina. Wir waren nochmal Stroh zu Gold. Du müsstest es notiert haben. Die. It's gold again. What useless stuff. Okay, die Tür. It's locked. Die Tür kannst du öffnen. Du kannst öffnen. Haben wir irgendwas gegen. Ach so, öffnen. Ja, du hast öffnen. Der allererste Zauber, den wir gelernt haben. Yep. Die Idee.
Sehr schön, können wir jetzt den Feuerzauber lernen? Vielleicht. Kannst du den Druck füllen? Er hat sich doch über Feuerholz beschwert. Not a stick left. Ja, aber da müssten wir... Na, du kannst ja füllen. Flasche umgekehrt. Flaschen. IFFG. Bin gespannt, ob das was bringt. Vielleicht skippen wir mit einem Rätsel oder so. Tatsache. Ist voll. Der wählt, jetzt braucht er sich gar nicht mehr über seine Beförderung beschweren. Ja, aber den Feuerzauber können wir nicht lernen. Ich geh da mal runter. Okay, Schwerter. Da kommt der Bischof. Was können wir mit dem Schwert machen? Erstmal zuhören. Die reden nicht. Also wir können nicht hören, der Schmied ist zu laut. Wir können hier lang gehen. Einschlafen lassen? Wir haben ein Schwert. Können wir das mit dem Schwert tun? Ich guck nach. Stabzauber, Heilzauber, Wasserreflektion. Wir können uns nur das Schwert verwandeln. Dann will ich jetzt... Mit der Gewebezauber... Punkt des Verdrehens. Verdrehen kannst du das Schwert. Aha. Stabzauber, böse drauf. Das war der Tornado, oder? Ja. FC. It's too noisy to spin any drafts in here. Ah, okay, ist zu laut zum Zaubern. Was für ein Blödsinn. Kannst du vielleicht da vorbeigehen? Versuch mal da lang zu kommen. Nein, hier nicht. Also ich kann den gerade nicht verdrehen, weil der Schmied zu laut ist. Tja. Können wir Schmied irgendwie stumm machen? Sollen dem Gespräch lauschen. Offensichtlich. Was? Der Schmied ist zu laut. Blade is even now in the hands of our most skilled blade shaper, your excellency. How's it coming there, Edgewise? I'm just putting the edge on the last sword, sir. Good to hear it. No slacking jetzt up now. Jetzt kannst du zaubern. Let's get it finished. You share with me a historic moment, Foreman. Ist immer noch zu laut. Forging of the 10,000 sword marks the end of our preparations. Ich glaube, das werden müssen. How much longer must I wait? Sicher, kannst du dich bewegen? Kann mich nicht bewegen, ich muss zuhören. Not much longer now. Very good then. Carry on. Ah, aber jetzt kann ich. Jetzt hier. Schnell. Präsentiert stolz. Wie war das nochmal? Tornado. CFCC. Ah, zu spät. Das kommt wahrscheinlich wieder. Hier ist ein Zeitding. Ah, verdammt. Verdammt. Merkt ihr mal CFCC. CFCC. Ich kann es leider nicht durchskippen, den Dialog. The blade of reckoning. It does have a certain apocalyptic ring to it. I trust I will not be kept waiting much longer. Good metal rewards patience, exalted one. And our client rewards quick service. Now pound! Kommt jetzt hier hin. Maybe I should stand a bit closer. Ja, was denn? C, F, C, C. Na bitte. Na also. What evil is this?
A witch's curse has twisted the final blade. A curse, Edgewise? I think not. It would take more than a mere witch's curse to ruin my plans. You there! Could it be that this little prank is of your doing? Yes? Well then, I would be honored to have you as my guest at the cathedral. I know Oha. Some other curses that may have used unsichtbar machen sollen. You. Tja. Da ist der Drache wieder. I'm getting really tired of this. Allow me to introduce myself. Fängt er uns nicht den Stab ab und nimmt schon mal den Stellen daraus. Trans-ultimate apostle of the anti-secular conclave of clerics. I know. Am I expected to kneel? Silence, you impudent punk! This is my assistant, Cobb. Charmed, I'm sure. And you require no introduction. Your cloak and staff betray your origins. But I must say, I'm surprised to find you here. It's been quite a long time. Best doch wie der Typ. Der Pirat in der Bar heißt auch Cobb. Wir sehen auch ähnlich aus. Sir Provincial, I can't help but wonder what impelled you to leave it now. Glaube ich zumindest, dass der Kopf ist. His Excellency asked you a question. I know. I'm ignoring it. Ah, recalcitrance. I see. Shall I fetch the instruments of persuasion, Master? Please forgive my assistant his eagerness. I fear Cobb is not very worldly. He does not understand the dangerous power of a weaver. Dangerous? Your reverence, him? Quite dangerous indeed, my dear Cobb. In fact, he could burst this flimsy arm. Ja, aber der Kopf wird mit Stocke B geschrieben, was nun kennt. That's impossible, most exalted one. I inspect the locks personally every fortnight. Observe and learn then, for even now your prisoner plans his escape. Okay, es escape. ECT. ECED. It might help to point at something first. Ja. Und ups. You see, Cobb? An elusive breed, these weavers. Fortunately, however, they're quite helpless without their weaving sticks. That distaff will never work for you. Oh, no, my young friend, you're quite das wrong about that. Come, let me show you why. Consider the common graveyard. There, the boundary between the living and the dead is indistinct. Every graveyard like that, so? Now, imagine what might happen if this delicate boundary were to be somehow breached. Torn open, so to speak. It's not that simple. You can't just rip the pattern apart like an old rag. But it is that simple, my boy, and I can. I have only to lift this rod, and the legions of the dead will stream forth onto the plain of the living. A vast army of the dead, nourished by the shepherd's flocks, armed by the artisanship of the blacksmiths, guided by the glassmaker's sphere. All under the spiritual leadership of one supreme commander, me! The final hour is now at hand. The age of the clerics is upon us. I have preparations to attend to, Cobb. Don't let this boy out of your sight. He is to touch nothing. Do you understand me? Perfectly, Your Excellence. Lord Mandible, ruler of the universe. I do like the sound of it. I'll have to change my stationery. You're not so dangerous now, then, are you?
Tja. Was können wir tun? Going somewhere with a boy. Ich glaube, die mit der Kugel. Wäre auch meine Idee. Keep away from that. Oder mit dem Drachen. His evidence said not to touch anything. I wasn't gonna touch it. Just looking, Cobb. That's all. Just looking, eh? Well then, perhaps we can do a bit of a trade. How about I let you look in the sphere if... If what? Well, the legends say that to gaze upon an uncloaked weaver brings death. Naturally, we clerics aren't given to such silly superstitions, but I'm curious. Let's answer this one once and for all, shall we? No! Okay. May we have some quiet, please? I can't even begin to invoke the dead with all that screaming. Well, he can't say he wasn't warned. Okay. Wild. Yep. Okay, wir haben den Schwan. Die Noten werden jetzt hier angezeigt, aber die kennen wir ja. Mhm. Ja gut, versuch's nochmal. Ah, Hähnchen. Mhm. Eine Feder, eine schwarze Feder. Eine Krähe vielleicht. Das ist nicht gut. Das ist gut, weil die unsere Freundin ist. She looks hungry. Eine Feder. Das ist normalerweise nichts Gutes. Okay, für sie brauchen wir das Chicken. Die scheint ja das. Das Chicken scheint unsere Freundin die Krähe zu sein. Oh, das wäre unschön, aber vielleicht. Oder ein Schwan. I see Cobb has been lax in his duty. No matter. You're just in time to witness the dawn of a new era. You don't have the slightest idea of what you're doing. The pattern is already worn and frayed. If you rip a hole in it now, the consequences will be beyond anything you can imagine. Spare me your weaver mysticism, boy. The time has come when the dead shall no longer envy the living. Es geht sowas von schief. Oha. You've torn the pattern completely. Wir haben auch die ganze Zeit Kälber geöffnet. And with it the eyes of the dead. Behold! I have a very bad feeling about this. Who dares disturb the peace of those who sleep? Yep, das ist nicht gut. I welcome and greet you, noble spirit. I am Bishop Mandible, transultimate apostle of the anti-secular conclave of clerics. And whom have I the honor of summoning? I don't think I want to be part of this conversation. No one obeyed any summoning of yours, foolish mortal. I have summoned you. I am Chaos. You have merely opened the door, and I have passed through it. For this, you shall be rewarded. Join me now, as my slave. Das versucht er. Tja. Das ist, wenn man sich mit einem Gott anlegt. Sure. Am Anfang des Streams hatten wir es ja noch von Wegner. Ich glaube, leg dich einfach nicht mit den Toten an. Kommen wir hier irgendwas raus? Der Drache ist weg. Kannst du nicht einfach schließen auf das große Portal? Da ist der Drache. Stop! Ah! Nun! Wir hätten vielleicht einfach direkt schließen wirken sollen. Wir gehen mal zu Wegner.
Ja, wir sind jetzt halt tot, ne? Ah. Portal. Rusty? Is that you? You don't look at all well. I'm not well. Actually, I'm dead. I don't know what to say. You don't have to say a thing. What do I matter? I'm just another one of the dead. Oh, Rusty, I feel terrible. I didn't know. And that's not even the end of it. I go outside to wait for doomsday, like a good little ghost, see. But no sooner do I get settled again, but some stupid idiot shreds the universe apart and hauls us all back inside. There are a lot of very unhappy dead wandering around here, let me tell you. I know. I was there when it happened. I might have known this was all your fault. No, it wasn't me. The bishop managed this one all on his own. Yeah? Well, there's going to be hell to pay, literally. There's talk among the dead that they're going to take over the world, starting with the Forge. My home. Where we used to build strong things, good things. Okay. Können wir irgendwas machen? Ich gucke mal. Können wir ihn zum Leben bringen oder so? Können wir einfach durch das Portal gehen? Ich glaube, der hält uns auf. Können wir ihn wieder. Na, wir haben Heilzauber, vielleicht können wir einen Heilzauber wirken. Hey, test es mal. Okay. You did it. You brought me back. It is what you so funktionieren Heilzauber eigentlich nicht, aber okay. Being alive is a lot more fun than being dead. But how did you do it? That's not how this healing your body spell works. You're alive because the pattern is torn and your soul is free to return to this side. Well, I must go, Bobbin. I've got to know what happened to the rest of my guild. And I must do the same. Good luck, Rusty. And be careful. Good fortune to you too, my friend. Ja. Gut, dann können wir jetzt einfach rein. Ich glaube, das wäre ein gutes Indie-Abenteuer. Prinzipiell kann man mit Loom bestimmt einiges machen. You are too late, Wizard. Oh. The dead have increased their numbers. Egal, wir können Tote wieder beleben. Kein Problem. And my songs were again useless. All that's left for us is to put an end to their misery. Come and extend your help if you can. Ich gehe sie mal wieder beleben. Ich glaube, das sollen wir auch tun. ACTA. Den Zauber, den sie uns beigebracht hat. Den wir besser können, weil wir sind ein Wizard. Please, what became of us? Tja. I was just walking among legions of dead. You were saved by the mercy of yonder boy. Das ist auch eine sehr lustige. We have not had the chance to thank you properly, Wizard. Wir sind halt Level 20. Wir sind halt Level 20 irgendwie zu Cleric oder so. Come along zu now, Resurrection oder was das ist. Okay. To the harvest. Gibt's da nicht einen Spell irgendwie, einen Level 9 Spell irgendwie, der da. Ja. To Resurrection oder jemanden einfach ins Leben zurück schießen kannst. Ja, wir gehen zwischen den Portalen hin und her und retten allen Leuten das Leben. Vielleicht sollten wir die auch zumachen. Nur so ein Gedanke. Aber. Ah, guck mal hier. Da ist noch ein Toter. Master Good Mold. Ah, the Weaver Boy. Na, so wird's lächerlich. At least you've escaped the terror of the dead ones. It appears the Crystal Guard has not been so fortunate. But I don't understand. Why did you not use the Great Scythe? We never doubted the Scythe could save us. No, never, no, indeed.
Even chaos must fall under its blade. But we could not do it. To unleash such merciless evil would show us to be no better than our enemies. The entire world would have feared us when it was done. And to have become so much like our enemy was unthinkable. Just unthinkable. Ich glaube, es fehlt einiges an Story, weil wir dieses Audio-Hörspiel nicht gehört haben. The best we could hope for was to defend it bravely. But we are not warriors. Spannend genug. You mean Chaos stole the side? Das ist eine Sense, keine Linse, die sie da schleifen. Habe ich doch gesagt. But it was not enough. Ja, cool. Remember us, my young friend. Tell the world that we fought with courage and chose death with clarity above all else. Clarity. So, dann mal weiter. Nein, ernsthaft, wir sollten die Portale wirklich schließen. Meinst du? Ja. Okay. Nee, kann ich nicht. Können nur durch. Doch, du kannst das Loch auswählen. Ach so. Schließen war das, ging der, das von öffnen. Die DMCE. Ja. Schließe ich mal noch die anderen Portale. Ja. Wenn du drauf bestehst. Es wäre besser. Dann sind wir am Ende vielleicht hier drin gefunden. Weil es kein Portal mehr nach draußen gibt. Gab es hier noch ein Portal? Ne, ich glaube, das waren alle. Weil doch ganz rechts. Das sollten wir, glaube ich, unbedingt zu machen. Ja, das ist so das Hauptding. Oha. Und wir haben das Bild gelernt. Exakt. Deshalb wollte ich, dass du die Dinger machst. Wie kommen wir jetzt hier raus? Nach links. Fehlt uns nur ein Buchstabe. Ja, den kriegen wir im Endkampf. Das B hat uns aber noch nichts gebracht, weil wir... Es gibt keinen Spell, den wir... Das C brauchen wir noch für einen Spell, für einen Schwanenspell. Aber... Das B brauchen wir nicht wirklich, außer wir müssen mal die Tonleiter machen am Ende. Oh, der unendliche See. Welcome, ah, Bobbin. Schwan. You have joined us here at last. Where am I? You are outside the pattern. The home und wir haben of the C noch nicht, das große. And of those transcended. The shore of wonder? Yes, Bobbin. The shore of wonder. And you are the first to behold it with mortal eyes. Tja, wir können das Ziel noch nicht machen. Was sollen wir jetzt tun? Wir können das Wasser austrocknen lassen. Kannst du mit irgendwas hier interagieren? Wahrscheinlich mit den Schweden. Aber was soll ich mit denen machen? Reden. Und zum bösen Drachen your journey has been long, and you must have many questions.
You're the swan that appeared each year on my birthday. Ist nicht wahr. You saw me clearly then. I was never sure. Mal die drei Mal darfst du raten, was für eine Musik gerade im Hintergrund spielt. My only chance to watch you grow. Wahnsinn. Ja. The elders forbade me to set foot on Loom Island just after you were born. I thought you came to visit me, but I never quite believed it. Call it a mother's curiosity. Ich habe mich ernsthaft Schwanensee hier reingebracht. That is who I am. My mother is a swan. Indeed. Der Soundtrack ist einfach. However, I was Lady Signa Threadbare, banished by the elders 17 long years ago for drawing an unforeseen infant out of the loom. How I've longed to know you and you. Vielleicht können wir den, my son. Liar. Den Looms-Song, den Gewebesong manchmal machen. Und wir haben gerade erfahren, unser Charakter ist offensichtlich Hetchel. She and the elders put that stone there, so you wouldn't ask too many questions. Hetchel vowed to protect you forever, Bobbin. She is my dearest friend and she loves you very much. But I fear her love has driven her to recklessness. What do you mean? Where is she? She flew off to Loom Island to confront the dead ones. The dead ones are after her? It's not Hetchel they're after, my son. They want the loom itself. If chaos masters its secrets, the pattern will be hers to control. Hetchel plans to destroy the loom if chaos doesn't consume her first. No, I've got to go back there, now! You won't get far in that direction. The loom lies beyond the lake. No, you must try a more subtle strategy. Oh, what do you propose? The dead ones move between the holes your bishop friend rent in the pattern. Mhm. Wie wär's mit dem Gewebesong? Wie wär's mit öffnen? Den Schwan? Nee, ich glaube, du kannst mit irgendwas anderem noch interagieren. Ich kann nur mit dem Schwan interagieren. Sagt dir noch was Neues jetzt? Vielleicht? Ich glaub nicht. Her eyes, they're just like mine. Ich würde mal den Gewebesong ausprobieren. Der hat bisher noch nichts genutzt. Okay. Den Schwan können wir noch nicht machen. G und C. I need to choose my drafts more carefully. Tja. Nö. Den Schwanensong können wir noch nicht machen. Ich guck mal weiter. Ich guck mal, was wir tun müssen. Wir können wieder gehen, aber wo sollen wir hin? Schwanensee. Das nächste Portal betreten. Friedhof der Weber. Hier gibt's ein Portal. Also zurück und weiter links. Ich dachte, hier gibt's jetzt noch. Wir haben doch einen Schwanensauber, aber da. Einen Schwanensauber. Den können wir noch nicht und das ist das Finale. Ja. Aha. Okay. Ja, das Loch sollten wir vielleicht schließen. Zu spät. Dann bleibt das. Wir müssen vielleicht nochmal zurück zum Schwanensee. Und wir sind wieder hier. Dann durch den Tempel. Jetzt können wir das Gewebe machen, vielleicht, oder? Nicht, dass das was gebracht hätte. Ich versuch's aber trotzdem mal. C, F, G, C. Nein. I need to choose my drafts more carefully. Ja, ich glaube, du hast ja am Anfang was falsch aufgeschrieben, ist aber egal. I need to choose my drafts more carefully. Ah, okay. Doch, ich hab's mir richtig aufgeschrieben. Da brauchen wir das große C für. Mind yourself, Bobbin. Get your distaff ready. You must unleash ist das große C für immer. Okay, aufpassen. Chaos takes control. What? How? I don't know what draft to use. Birds and children have no business wielding such power. Weavers are the only ones who do have the right to use this power. Destiny has blessed you, young Threadbare. For you alone will live on to pass your guild secrets to others more worthy of them.
I invite you to serve my new empire as advisor. Me? You? Advisor? Of course. I will expect your full cooperation in this historic exchange of goodwill. Pinata. After all, anything else may bring harm to our relationship. Don't listen to her, Bobbin. Heed me now. Here are the threads that will unmake the loom. Silence. Mitchell, say something, please. I need that draft. Enough! I lose patience in the presence of inferior beings. You will now instruct me in the use of this fascinating instrument. Over my dead body. Preference note. Tja, und was machen wir jetzt? Zum Vogel gehen und Stille notieren und dann rückwärts spielen. A beak moves, but there's nothing, not a sound. Ja, die macht keinen Sound. A beak moves, but there's nothing, not a sound. Ist vielleicht beim Lumi jetzt irgendwas Neues? B, A, G, F. B, A, G, F. So, was aufs das, auf das Lumen machen? FGAB. Musst du auf den Vogel machen. FGAB. Schreib mal nicht auf. Beak moves, but there's nothing, not a sound. FGAB meinst du? Mhm. Now, Bobbin, quickly! The threads you need are... Ducks are meant to be eaten, not heard. Now, I believe we were discussing the secrets of the loom. Ich esse das Ziel, ja. And that's not helping. Ja, können wir das vielleicht irgendwie heilen oder so? Webstuhl, Echo, rückwärts. B, F, B, F. B, F, B, F, also F, B, F, B. F, B, F, B. Doppel-Facebook. And that's not helping. Close your eyes now, Bobbin. But keep your ears open. Here descends the third shadow. That bird has annoyed me once too often. Now, my esteemed advisor, where were we before we were so rudely distracted? Mitchell's black feather. She left one behind. And so she did. I think I shall keep it as a souvenir of our little encounter. I want that feather. Give it to me. My, my. Impudent, aren't we? B, C, C, B. Also C, B, C, B. Oder nicht? Also das ist jetzt Zerstörung, was du hast. Du könntest jetzt den fliegenden Typen zerstören oder den Webstuhl. I need to choose my drafts more carefully. Mhm. Falsch rum. B, C, B, C. I need to choose my drugs more carefully. Mhm. Vielleicht auf den. Vielleicht auf falscher den Zauber. Vielleicht geht's doch nur auf den. B, C, C, B. A, B, C, C, B.
Okay, dann versuch mal auf ihn. BTTB. C. C. B. Throw away that stick, young fool! Your Weaver magic can't begin to touch me. Funktioniert nicht. Der kann nicht sterben. Mist. Tja, wen dann? Ja, dann geht ja nur noch der Loom. Warum sollten wir? Nein, die Ente wollte ja den zerstören. Warum sollten wir den Loom zerstören? Naja. Bobbin, ne. Bobbin, you did it. The loom is unmade. You ignorant fools! Do you comprehend what you have done? Schwansee. None of us can pass across this rift your weaver mischief has so blindly created. Your pious meddling has brought the end of my dream. You will Schwansee schon über the cries of those you have abandoned, Bobbin Threadbare. You will always know that you have left them under my rule. We abandon no one. When our side of the pattern is mended, we will return and put an end to your evil. Come, Loom Child. It is time for us to begin our destinies anew. Wir haben das C. Jetzt kannst du den Schwan. Ist Schwanensee schon urheberrechtlich frei, nein, oder? Nicht diese Version. Nicht diese Version, die ist über den Amiga gespielt, quasi. Das ja, trotzdem. Sicher. Okay, jetzt können wir aber den Schwanenzauber machen, oder? Ja, du brauchst nur irgendwas zu interagieren. Weaver. I was looking forward to spending more time with you. Okay. Kannst auch von selbst wirken. Zum Mach erstmal das Ding zu, am besten. Geht nicht. Ich kann nur auf mich selbst was wirken. Dann wirke auf dich selbst das Schwanending. Schwan, 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 Schwan. So einen großen C. Für den Webesong haben wir auch mit C. Mit C. Es ist derselbe. Oder Schwan. Es ist derselbe. Stimmt. C, F, G und C. Fly away while you can, young threadbare, and know that we will most assuredly meet again. I am ready, Mother. Let's go. Ich glaube, das ist das Ende. Okay. Ja, erstens, wir haben es durch. Zweitens, ist das Ende allen Ernstes, dass wir abhauen und dieses supermächtige und tote, böse Götterding einfach die Welt regieren lassen, weil es uns egal ist? Oder ist es gefangen Ende. Im Universum, an dem Ding kurz. Nee, ist er halt nicht. Wir haben halt die Lücke mitgenommen. Wir haben die Lücke mitgenommen. Ist damit ist der jetzt in dem Weltall dort gefangen, ohne Portale. Nee, der ist in der normalen Welt gefangen, das, was Sicher? Er wollte. Ja. Aha. Das Einzige, was er jetzt halt nicht kann, ist die Realität neu schreiben, aber das ändert nichts, sonst ist er wahrscheinlich trotzdem das mächtigste Wesen, was es so da gibt. Tja. Was für ein Ende. Wir sind ins Sparen und sind davon geflogen. Ja. Tja. Das ist mal ein Ende.
Das würde man heutzutage nicht mehr bringen. Ich meine, es war definitiv ein gutes Spiel. Ich hatte Spaß. Ja, ich definitiv auch. Dieses Ende. Ich meine, der ist wieder bei seiner Mutter oder so, oder wer das war. Ja, Special Things to George Lucas. Ein Lucas von. Er ist ein Lucasfilm Games. Ja. Das bedeutet, das gehört jetzt aktuell EA. Na. Die Erd. Echt ein gutes Ding. Hätte ich nicht gedacht. Ja. Nichts erwartet und sehr überrascht worden. Auf jeden Fall. Definitiv besser als Monkey Island 1. Ja. Aber ich verstehe, warum es sich schlecht verkauft hat damals. Wir wecken jetzt auf ein Hörspiel. Auch was Neues. Ich meine, ja. Weil es halt interessant, ne? Bisher läuft Musik. Ja, das kommt noch. Ich hoffe, es wird mir nicht geclaimed. Das Spiel ist x Jahre alt, gehört EA und ist eine tote IP, also nein. Lange nach dem zweiten dunklen Zeitalter, als Drachen den dämmerigen Himmel durchflogen und die Sterne am Nachthimmel besonders hell strahlten, dass die Menschheit wieder nach der Macht über die Natur strebte. Industrialisierung. Ihre neue Waffe hieß Technik und die Menschen schwangen sie voller Zuversicht. Du bist eine Sekunde früher. Nach und nach später. Enthüllten die Maschinen des Fortschritts die Geheimnisse um Licht und Dunkelheit. Ganze Nationen glaubten fest, dass ihre technische Macht gar grenzenlos sei. Der Wettbewerb war hart in diesen produktiven Tagen. Geschickte Arbeit wurde ein wertvolles Handelsgut. Und so schlossen sich die Handwerker des Landes zusammen, um ihre Interessen zu vertreten und ihre Geheimnisse zu beschützen. Diese Gruppen gewannen an Macht, so wie die Zahl ihrer Mitglieder wuchs. Einige, wie die Schmiede und die Kleriker, besaßen bald ganze Länder und eigene Armeen zur Verteidigung. Halbe Stunde Hörspiel. So begann das Zeitalter der großen Gilden. Enorme Stadtstaaten, gewidmet der absoluten Kontrolle über ihr Wissen, zusammengehalten durch Tradition, Stolz und Angst. Schon nach wenigen Generationen war der ganze Handel der Welt fest in ihren Händen. Aber nicht alle Gilden waren so machthungrig. Die Fadenspinner und Tuchweber wollten nur ohne Einmischung ihrer Arbeit nachgehen. Politik interessierte sie nicht. Und so überließen sie die Verwaltung von Steuern und Kriegen den anderen. Deshalb erreichte die Gilde der Weber niemals die Berühmtheit der Schäfer oder der Glasbläser. Ihre Zahl war klein, denn ihre strengen Regeln verbaten jedermann die Mitgliedschaft, außer den Kindern der Mitglieder. Heirat mit Außenstehenden war erst verpönt, dann schließlich verboten. Deswegen ist unser Hauptcharakter dann der Außenseiter betrachteten die geschlossene Gesellschaft der Weber mit Misstrauen. Dennoch hatte diese Sitte auch Vorteile. Die natürlichen Talente der Weber wurden vererbt und verfeinert, Generation über Generation hinweg, sodass die Größten unter ihnen Gewebe von außergewöhnlicher Schönheit schufen, über welche die ganze Welt staunte. Waren, die das Siegel der Webergilde trugen, erreichten Höchstpreise. So sammelten die Weber still und heimlich enormen Reichtum an.
Wie die anderen Gilden hatten auch die Weber eine Lebensphilosophie entwickelt, die sich auf die Werkzeuge und Gepflogenheiten ihres Handwerks gründete. In ihrem Webrahmen aus Holz erkannten sie die Symbole der reinen Wahrheit und fanden bald Wege, Muster der Beeinflussung in ihre Tücher zu weben. Die Stoffe der Gilde wurden bald dafür bekannt, nicht nur schön zu sein. Einige verhalfen Kranken zu schnellerer Genesung, andere waren ein guter Talisman gegen jede Art von Unglück. Im Laufe der Zeit übertraf die Kunst der Weber die Grenzen von reinem Tuch. Sie ließen Faden und Werkzeug ihrer Vorfahren zurück, um mit Licht und Musik zu weben. So spannen sie neue Muster direkt in das Gewebe von Zeit und Raum. Die anderen Gilden sahen diese Arbeit voller Angst und bezeichneten sie als Hexenwerk. Viele der Weber wurden verfolgt und verurteilt, einige gehängt. Um ihr Erbe zu schützen, gaben die Weber einen Teil ihres Reichtums aus, um eine kleine Insel weit weg vom Festland zu erwerben. Sie packten ihre Spindeln, Stühle und Schiffchen zusammen und zogen sich vom Rest der Welt zurück, um ihre Künste im Exil zu verfeinern. Auf der Insel Kriege und Seuchen folgten. Große Gilden stürzten in den Ruin, andere stiegen auf. Gibt hier nur zwei Inseln. Die aus den Fugen geratene Welt vergaß beinahe die Gilde der Weber. Und nur wenige fanden einen Grund, ihre Heimat zu besuchen. Das sah fast aus wie eine zweite Insel. Eine rätselhafte Insel, von ewigem Nebel umgeben, von Seeleuten gemieden, von alten Karten genannt Loon. Ah, die Insel heißt Loon. Ah, okay. Mhm. Lady Signa. Okay, ich würde mal sagen, du kannst das gerne noch weiterhören. Ich würde mal an der Stelle stoppen für den Stream. Ich würde mal sagen, das war ja eine gute Einleitung. Und ja, ich kann den Link mal in die Videobeschreibung reinpacken. Ich würde mal sagen, damit ich hier nicht das ganze Video Content Klau mache, könnt ihr den Rest euch selbst anhören. Ich werde es nachher noch privat anhören. Falls ich mal irgendwie Zeit. Ich finde das jetzt im Stream ein bisschen unspannend. Daher. Du hast sowieso keine Zuschauer gerade, also. Ich finde es auch für mich, ich finde es gerade für mich, der Einzige, der hier gerade zuschaut, ist, ich finde es unspannend und für ein Video fände ich es auch unspannend. Und ich finde, das kann man ja auch jeder, der das jetzt weiter hören will, kann sich da, die ersten 6 Minuten habe ich jetzt schon gezeigt, wer jetzt sich die vollen 30 Minuten anhören will, der kann auf den Link klicken und da mal den Kanal. Ich glaube, GameTube ist das, da muss man jetzt nicht irgendwie da müssen. Ja, GameTube, die haben mal auch ein Let's Play zu einer anderen Version davon gemacht. Da muss ich jetzt nicht unbedingt dazu aufrufen, dass man den unterstützt, weil das, ich glaube, die haben es nicht so nötig, aber ja. GameTube kennt man. Aber trotzdem kann man da, wer sich da noch anhören will, kann jetzt bei GameTube da noch. Ja, vor allem, was wichtig ist, wir haben jetzt die neuere, überarbeitetere Version mit vielen Farben gespielt. Die haben eins von der tatsächlichen, richtigen, sehr alten Version. Das bedeutet, wen das interessiert, das, was nicht synchronisiert ist, das, was nicht, das, was sehr blau ist, sagen wir mal, der kann sich das auch gerne angucken. Und wer jetzt noch nach den 3 Stunden Stream-Aufzeichnung, über 3 Stunden Stream-Aufzeichnung noch Bock hat, und weiteres, wenn noch genug Langeweile hat, kann gerne noch weitermachen hier mit dem Hörspiel oder mit dem gerade erwähnten. Muss mal gucken, ob ich das finde. Vielleicht kann ich das auch in der Videobeschreibung verlinken. Wenn ich es vergesse, dann das Let's Play in dem Original, aber egal. Ich habe den Link hier. Ich schicke ihn dir auch noch mit rein. Dann hast du es zumindest beisammen. Kann ich beisammen packen, falls jemand noch Bonus-Content dazu haben will.
Ja, die ursprüngliche Version des Spiels sehen möchte, die, glaube ich, ohne Synchro ist. Ja. Ich fand's gut mit Synchro. Die Synchro war gar nicht schlecht und der Soundtrack habe ich auch geliebt. Der war auch nicht schlecht. Ja, das ist die Version ohne Synchro, die ursprüngliche auf, also, ich glaube, dem Amiga. Und wir haben die etwas neuere gehabt. Die bessere, würde ich sagen. Sehr schönes Spiel. Das ist da. Auf jeden Fall. Spiel's gerne auch mal. Kann man gerade mal gucken. Kostet gerade 5,86 €, 89 oder so, fast 6 Euro. Kostet es auf Steam. Da, ja, es ist mindestens on par mit aktuellen Adventures, würde ich sagen. Ich würde sagen, für 6 Euro kann man sich das mal gönnen. Das ist auf jeden Fall wert. Ich habe schon für deutlich schlechtere Spiele mehr Geld bezahlt. Definitiv. Würde ich sagen, das kann man für 6 Euro kann man das machen. Ansonsten, ja, danke fürs Zuschauen. Ciao, YouTube. Ja. Man sieht sich im nächsten Video wieder.